Der Materialismus ist ein Aberglaube. Es ist ein Aberglaube der schlimmsten Art. Die Wiederentdeckung der Spiritualität. Die Arroganz und das Vertrauen, dass Gene die ganze Biologie erklären könnten, hat sich in Luft aufgelöst. So beschreibend ist, wie wir heute materialistisch denken, an allen unseren Universitäten. Es ist eine Katastrophe. Seit etwa dem Jahr 2000 gibt es die Epigenetik, neben der Genetik für die Vererbung von Merkmalen. Die Erforschung des Bewusstseins und die Anerkennung, dass die materialistische Theorie des Geistes völlig unzureichend ist, ist ebenso ein großes Thema in der Wissenschaft. Geht es nach dem Tod weiter? Natürlich, absolut. Unter Nachtodkontakte versteht man im Grunde genommen die Begegnung mit Verstorbenen. Das heißt also, man spürt ihre Gegenwart. Spontane. Das ist nicht herbeigeführt durch ein Medium, sondern jemand hat seine Mutter verloren und spürt plötzlich, dass sie sich mit im Raum befindet. Die alte Idee, alles durch die Gene erklären zu können oder durch materielle Mechanismen, ist immer weniger verbreitet. Und dieses Mantra, heute sagt man Frame. Framing, du bist eine Maschine, du bist eine Maschine, du bist eine Maschine. Das war der neue Terror, der durch oder über die Naturwissenschaft in die Welt getreten ist. Nun fragt man sich, warum haben der Glaube und die Erwartungshaltung der Menschen einen solchen Effekt auf ihre Genesung? In der romantischen Dichtkunst ab dem 18., frühen 19. Jahrhundert steckte die Erkenntnis vom Eigenleben der Natur und zu unserer Verbindung mit dem größeren Ganzen. Die Entwicklung geht aber dahin, dass diese romantischere Auslegung einer miteinander verbundenen Natur immer bedeutsamer wird. Weil die Menschen erkennen, dass die materialistische Herangehensweise an das Leben kalt ist und das Herz nicht nährt. Da gibt es geistige Folterkammern bei uns heute in aller Welt. Auch bei uns in Deutschland, Österreich, überall. Die haben Namen, die heißen Schulen. Nicht nur das. Ich denke auch, weil sie einfach auf bestimmten Gebieten nicht besonders gut funktioniert. Zum Gefühl, von hinten angestarrt zu werden, zu Telefontelepathie, also an jemanden zu denken, der dann anruft, zu übersinnlich begabten Hunden. Hunden, die wissen, wann ihr Halter nach Hause kommt. All diese Untersuchungen, die ich in den 90er Jahren unternommen habe, wurden von weiteren Forschungsarbeiten untermauert. Und ich glaube, die meisten Menschen akzeptieren, dass diese Phänomene existieren. Gegenwind kommt von den dogmatischen, sogenannten Skeptikern. Sie interessieren sich jedoch gar nicht für die Beweise, sondern sind eigentlich ideologische Kreuzritter. Ich halte die Untersuchungen zu Nahtoderfahrungen für sehr wichtig. Durch die moderne Medizin werden viele Menschen zurück ins Leben geholt, die vor 50 Jahren gestorben wären. Heute scheuen sich immer weniger Menschen über ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit zu sprechen. Der gesamte Planet, das Sonnensystem, die Galaxie, das Universum. Wir sind eingebunden in eine Welt, die größer ist als wir selbst und die es lange vor uns Menschen gab. Tatsächlich basierte die gesamte Schule der Naturphilosophie in Deutschland auf einer philosophischen und erweiterten Sichtweise auf die Natur und unseren Platz in ihr. Darum sind alle Großstädte der westlichen Welt freitagabends verstopft von Verkehr, weil Millionen Menschen sich im Auto zurück zur Natur aufmachen. Sie haben verstanden, dass es wichtig für die Großstädter ist, Zugang zur Natur zu haben, draußen sein zu können, an der frischen Luft, mit Bäumen und Gras und unter freiem Himmel. Aber nun gibt es wissenschaftliche Studien, die den großen Nutzen davon aufzeigen und gleichzeitig belegen, dass Menschen unter dem Entzug leiden. Inzwischen wachsen viele Kinder heran, die ihre Zeit nie draußen verbringen, sondern immerzu vor Computerbildschirmen. Das ist schädlich für ihre geistige Entwicklung. Einige Leute sprechen schon von einem Naturdefizitsyndrom. Das Draußensein in der Natur, über das viele Menschen vorrangig die Verbindung mit etwas spüren, das größer ist als sie selbst, tatsächlich positive Auswirkungen hat, wie wissenschaftliche Studien belegen. Es hat nachweisbar wohltuende Effekte. Unsere Vorfahren wussten darum, dass Pflanzen sich zum Beispiel an Menschen erinnern oder auf unsere Gedanken reagieren. Die Experimente wurden von einem amerikanischen CIA-Agenten ohne wissenschaftliche oder botanische Vorbildung durchgeführt, der die Pflanzen an Lügendetektoren angeschlossen hat. Was ist zum Beispiel mit der Pflanze, die einen Lautsprecher umschlingt, aus dem die Musik von Mozart ertönt? When heavy metal. Während sie bei Heavy Metal in die andere Richtung wächst. Ist das Gewohnheit oder eine bewusste Entscheidung? Dankbarkeit ist etwas, das mir beinahe in jedem Lebensbereich begegnet, als eine Art Düngemittel. Und selbst noch nach Tagen waren nachweislich die glücklicher, die über die Dinge nachgedacht hatten, für die sie dankbar sind und die sich für das Gute, das in ihrem Leben passiert war, bedankt hatten. Dankbar zu sein macht Menschen also tatsächlich glücklicher und das ist nun auch ein wissenschaftlich gut belegter Fakt.
Aber selbst für diejenigen, die sagen, daran glaube ich nicht, ich denke, dass das Universum durch Zufall entstanden ist, alles passiert unbewusst, selbst für die größten Materialisten und Atheisten finden sich genügend Gründe zum Danke sagen. Es entsteht ein positives, freundliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Und es hat noch nicht mal was gekostet und ist etwas, das jeder umsetzen kann. Aber wenn man in die Natur hinausschaut, sieht man Überfluss. Fülle um uns herum immerzu. Nur wir Menschen machen uns selbst zu armen Wesen. Ich bin reich. Mit meinem sozialen Netzwerk, den Menschen um mich herum. Außerdem zeigen diese Studien von Vertretern der positiven Psychologie, dass dankbare Menschen nicht nur glücklicher, sondern auch beliebter sind. Man umgibt sich gern mit dankbaren Menschen. Ein dankbarer Mensch sendet ganz andere Schwingungen aus. Ja, und ich denke, es hat auch mit einer Art im Fluss sein zu tun. Man kann sogar in die Arbeit versunken sein. Bei der Arbeit geht es um mehr als nur einen selbst und man kann in einem Zustand des Flusses sein. Und ich denke, dass Dankbarkeit bedeutet, sich in so einem Zustand des Flusses zu befinden, wie das Singen in der Gruppe die Energien völlig verändert. Der Mensch hat gesungen, bevor er zu sprechen begann. In Deutschland haben wir eine sehr lange Volksliedertradition mit um die 6000 Volkslieder. Wir sind eine große Gemeinschaft als Menschen. Die Menschheit ist eine Einheit. Die Menschheit ist eine große Familie. Lasst uns, liebe Mitmenschen, alle aufwachen in dem Geist der Freiheit. Und die große Wende, die große geistige Revolution, die seit 100 Jahren oder vor 100 Jahren begonnen hat, erkennen, annehmen und bewusst für die Zukunft gestalten. Ein Freund von mir zum Beispiel ist Kletterer. Er hat mir erzählt, dass er es zu einer Zeit, als er mit seinem Geschäft sehr viel um die Ohren hatte, mit Meditation versucht hat, um einen klaren Kopf zu bekommen. Aber er konnte es nicht, weil seine Gedanken immerzu rasten. Doch er hat gemerkt, dass er, sobald er in 20 Metern Höhe an eine Felswand geklammert hing, ganz im Moment war. Im Hier und Jetzt? Ja, er ist der Papagei mit dem größten Wortschatz weltweit, mindestens 1500 Wörter. Und er schnappt die Gedanken seiner Besitzerin auf und spricht aus, was sie gerade denkt. Ich beginne am 17. Februar des Jahres 1600. Da wurde der Italiener Giordano Bruno von uns Menschen verbrannt. Unter anderem, weil er sich zu der neuen Lehre von Kopernikus bekannt hatte, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Wir haben Menschen verbrannt, weil sie eine andere Meinung hatten. Das war das Zeichen dieser Zeit der Inquisition. Also die Frage für uns stellt sich auch, wie gehen wir denn heute um mit Menschen, die eine andere Meinung haben? Dieser geistigen Revolution folgte dann eine kulturelle Revolution. Man nannte sie das Zeitalter der Aufklärung. Was begann? Überall begannen die Menschen kritisch zu denken, kritisch zu werden, nicht mehr blind zu glauben, sondern ihren Verstand und ihre Vernunft einzusetzen, die Ratio. Aber mit dieser Revolution, die uns befreit hat, ging gleichzeitig etwas Grundlegendes verloren. Unsere Beziehung zu den geistigen Wesen, zur geistigen Welt. Für uns war bis zum 15. Jahrhundert, für die Menschheit in diesem Zeitalter, in diesem alten Wiederzeitalter, war die geistige Welt noch eine Realität. Damals erlebte man noch geistige Wesen und deren Botschaften. Ein Materialismus wäre damals unmöglich gewesen. Wir erkannten noch das Wirken der geistigen Wesen hinter den materiellen Erscheinungen. Dass es Engel gibt als reale Wesen, dass es Erzengel gibt, darüber viele andere geistige Hierarchien, das war uns Menschen, war den Menschen alles wohl bekannt, das war Standardwissen. Wir kannten sie ja auch alle, wir kennen sie heute noch theoretisch im Christentum. Steht alles drin im Neuen Testament und in den Lehren des Dionysius ab dem 4. Jahrhundert war das Standardwissen in der katholischen Kirche und im Christentum. Das war ganz normales Wissen. Das Zeitalter des Wissens hatte begonnen und was machten die Religionen? Sie zogen sich noch mehr in den Glauben zurück. In den Religionen führten wir die Menschen, mit der Religion führten wir die Menschen, wodurch? Indem man Glaubenssätze zu Dogmen machte. Du musst das glauben. Die Menschen hatten zu glauben, weil ja die geistige Welt nicht wissenschaftlich zu erforschen ist. Also musste man glauben. Die geistige Welt entzieht sich zur Erkenntnis. Der Erkenntnis, so behauptete man in den Kirchen, deshalb darfst du nicht die geistige Welt versuchen zu erkennen. Du darfst nur glauben, du darfst nur glauben, glauben, glauben. Das war das Dogma jetzt sozusagen der christlichen Religionen, der christlichen Kirchen. Wenn jemand dann versucht hat, das zu machen, dann wurde er
ja mit dem Tode bedroht. Es war verboten, sozusagen Erkenntnis über die geistige Welt zu gewinnen. Das wurde als unchristlich bekämpft. Weil die geistige Welt kann man nicht erkennen, die kann man nur glauben. Und wenn wir heute fragen, was tun die Kirchen mit spirituellem Wissen, sie bekämpfen es immer noch. Sie sagen immer noch, du darfst nicht erkennen, du kannst nicht erkennen, das ist unchristlich. Während also wir die Menschheit sich langsam wissenschaftlich zum Wissen über die Natur erhob, zogen sich die Religionen immer weiter in die Welt des Glaubens zurück. Und was geschah dadurch? Ja, sie übten weiterhin gewaltige Macht aus über ihre Schäfchen, über die Menschen. Macht aus auf die Gläubigen, weil die Gläubigen hatten ja nichts anderes als die Dogmen. Und es wurde mit Macht gedroht und mit Angst gearbeitet. Und so behielt man die Macht. Und die Frage ist, was ist heute? Was zog ein, noch massiver als vorher in die Religionen? Der Geist der Unfreiheit. Während die Menschheit sich im Geist der Freiheit erhob. Das ist das, was geschah. Die Menschheit begann, den Geist der Freiheit zu atmen und in Religionen wurde der Geist der Unfreiheit immer stärker. Und das ging so bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und es ist heute immer noch so in ganz gewaltigem Umfang. Du hast so zu denken, wie wir es dir sagen, denn wir sind die geistliche Autorität. Und wenn du das nicht tust, wirst du vernichtet. Das war die Botschaft. Und liebe Freunde, was ist political correctness heute? Was ist heute politische Korrektheit? Auf einer ganz anderen Ebene genau dasselbe. Wehe, du denkst nicht politisch korrekt, wir machen dich fertig, dank auch des modernen Internets. Mit der Naturwissenschaft kam nämlich ein neuer Glaubenssatz auf, ein neues Axiom, ein neues Dogma. Es gibt nur die Materie als Wirklichkeit und daher ist der Mensch nur eine Maschine, eine Art biologischer Maschine. Der Mensch ist eine Maschine. Das war Julien Offre de la Mettrie, französischer Philosoph. Dann ganz berühmt Karl Vogt, ein Deutscher im 19. Jahrhundert. Die Gedanken stehen zum Gehirn etwa im selben Verhältnis wie die Galle zur Leber. Das heißt, aha, die Gedanken sind ein Nebenprodukt des Gehirns. Gedanken sind ein Nebenprodukt des Gehirns. Das Gehirn spuckt was aus. Und damit war der Geist abgeschafft. Der Geist war ein Nebenprodukt des Gehirns. Dann 2007, und jetzt ein Professor für Evolutionsbiologie, ich verwende das Zitat immer, weil es so beschreibend ist, wie wir heute materialistisch denken an allen unseren Universitäten. Es ist eine Katastrophe. Michael Gazzaniga, 21. Jahrhundert, das ist ein Gehirnforscher, auch jetzt in den letzten 20 Jahren. Wir sind nur, sagt er, wenngleich wundervoll entworfene Maschinen, die rein deterministisch arbeiten. Ja, er sagt nicht, wer sie entworfen hat. Ne? Und dieses Mantra, heute sagt man Frame. Framing, du bist eine Maschine, du bist eine Maschine, du bist eine Maschine. Das war der neue Terror, der durch oder über die Naturwissenschaft in die Welt getreten ist. Und deshalb rede ich davon ganz frech von einem zweiten Mittelalter. Durch diesen Glaubenssatz leben wir im Prinzip wie in einem zweiten Mittelalter. In einer dunklen, dunklen Zeit wirklich geistiger Umnachtung. Und störrischem Aberglauben, ganz raffinierten Prangern, wo Ketzer, die mal behaupten, mal spirituell zu denken, dass es was Geistiges gibt, so Ketzer der heutigen Tage moderner Inquisition ausgesetzt werden. Meistens durch die Pressen und die Medien, das sind heute die modernen Inquisitoren. Jetzt ist es das Netz. Das Netz ist es, der neue Inquisitor, den sozialen Medien. Was früher der Pranger war, ist heute der Shitstorm. Da gibt es geistige Folterkammern bei uns heute, in aller Welt. Auch bei uns in Deutschland, Österreich, überall. Die haben einen Namen, die heißen Schulen. Und da werden Kinder von klein auf mit vorgefertigten Meinungen und unpraktischen Theoriewissen vollgestopft. Es kommen lebensunfähige, sinnentleerte Menschen als brave Arbeiter raus, die in der Wirtschaft dann zu funktionieren haben. Und in die Wirtschaft entlassen werden. Und von wem wird alles gesteuert? Von der Politik. Und dann kommen diese Kinder, Jugendlichen mit Traumata aus der Schule und dann müssen sie hinterher erst mal schauen, dass sie die Traumata der Schule erst wieder loswerden. Das ist nämlich das Leid. Und den Lehrern geht es genauso. Weil die Lehrer sind ja eigentlich noch viel schlimmer dran teilweise als die Kinder. Aber ich werde noch näher darauf eingehen. Mit diesem Satz, dass es nur die Materie gibt und dass deshalb der Mensch so eine Art biologische Maschine ist, haben wir im Grunde genommen eine neue Religion erschaffen. Das ist eine neue Religion, dieser Materialismus, der den Glauben vertritt.
Das ist nämlich nur ein Glauben, die geistige Wirklichkeit verleugnen zu müssen. Denn wir reden hier bewusst von Glauben, weil niemand kann die Nicht-Existenz einer geistigen Welt beweisen. Das kann man nur glauben, nicht wissen, das geht gar nicht. Das heißt, wir haben eine neue Religion, dieser Materialismus ist eine neue Religion. Und Karl Marx hat gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Und was hat er in die Welt gebracht? Den dialektischen Materialismus. Er hat eine politische Religion in die Welt gebracht und gleichzeitig gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Was hat er also gemacht? Opium fürs Volk unter die Welt gebracht. Und man sieht's, was aus dem Kommunismus geworden ist. Er hat die Welt vergiftet und zerstört. Das sieht man so eindeutig. Weil der Boden des Kommunismus ist nichts Gutes. Das ist reiner Materialismus, wo der Mensch als Maschine betrachtet wird. Das muss man wissen. Und deshalb kann am Kommunismus nie etwas gut sein. Denn Maschinen können nicht sozial sein, Leute. Maschinen können nicht sozial sein. Ich kann keinen Sozialismus aufbauen mit Maschinen. Man muss nur einfach das denken. Dann ist in dem Moment der Kommunismus ein für alle Mal erledigt. Weil mit diesem Glaubenssatz kann ich keine soziale Gesellschaft aufbauen. Mit Maschinen geht das nicht. Der Materialismus ist ein Aberglaube. Es ist ein Aberglaube der schlimmsten Art. Wenn wir weiter so denken, dass wir nur Maschinen sind, und da kommen wir mit einem kleinen Sprung zu Buddha, der gesagt hat, achte drauf, was du denkst, denn du wirst das, was du denkst. Wenn du dauernd glaubst, dass du eine Maschine bist, dann wirst du aufgrund der geistigen Gesetze zu einer Maschine. Und das ist nämlich das, was gewollt wird. Und deshalb stimmt der Materialismus sogar. Wenn du weiterhin nur fleißig glaubst, dass du eine Maschine bist, irgendwann wirst du eine. Das hängt zusammen mit geistigen Gesetzmäßigkeiten auch im Leben nach dem Tod. Also dieser Materialismus ist nicht falsch. Er ist sogar ganz richtig und trotzdem ist er falsch, völlig falsch und völliger Unsinn, wenn er sagt, es gibt keine geistige Welt. Denn der, der diesen Materialismus in die geistige Welt gebracht hat, der kommt aus der geistigen Welt und lebt in der geistigen Welt und er will mit allen Mitteln verhindern, dass wir erkennen, dass es ihn gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Also das neue Mittelalter lässt grüßen und wir erkennen das überall, was da passiert. Und wehe, du glaubst das nicht. Schon wirst du an den Pranger der Unwissenschaftlichkeit gestellt, obwohl die Behauptung selber völlig unwissenschaftlich ist. Es ist eine reine Religion. Aber ein Pranger ist ein Pranger und wird als solcher immer von den Mächtigen aufgestellt. Heute sind die Mächtigen ja schon die Einzelnen im Internet. Wenn einer frech genug ist, hat er auch eine Macht. Ein Pranger wird nie aufgestellt von Wahrheitsliebenden, immer nur von denen, die nach Macht streben. Und in der Folge jetzt dieses Materialismus, dieser neuen Religion, kam natürlich genau das, Gott ist tot, es gibt keinen Gott mehr, jetzt kam der Atheismus. Jetzt sind wir auch noch stolz auf den Atheismus, dass es Gott nicht gibt. Wir haben letztlich, wenn wir genau hinschauen, als Menschheit in Europa eine unglaubliche intellektuelle, wissenschaftliche Arroganz entwickelt. Ja, dass es keinen Gott gibt, die Welt nur aus Materie besteht, aus der Materie aus alles erklären zu können. Aber dieser Materialismus ist ja grandios gescheitert, das wissen wir längst. Und trotzdem wirkt dieser Glaubenssatz auf allen Universitäten, überall in der Presse, in der Politik, sogar in den Religionen. Gerade unsere christlichen Religionen sind sehr materialistisch. Es ist wie im ersten Mittelalter. Was hat man da versucht? Das Denkgebäude, die Erde ist eine Scheibe, das wurde immer poröser, immer brüchiger und hat man das versucht, damals gab es noch keinen Tesafilm, aber geistigen Tesafilm, das zu kleben und so lange zu versuchen, dieses Weltbild zusammenzubasteln, bis es irgendwie nicht mehr ging und dann brach das Ganze zusammen. Heute wird es wieder genau dasselbe gemacht. Kommst du mit Spiritualität, dann wird versucht, mit irgendwelchen modernen Methoden dich fertig zu machen. Androhung und Vollzug von süßen Daumenschrauben, wie zum Beispiel Entzug von Forschungsgeldern, da leiden viele Wissenschaftler drunter. Nichtveröffentlichung von Fachartikeln, kritische Fachartikel, keine Chance. Subtile Androhung von Entlassungen, Lächerlichmachung, das ist das Wesentliche, am öffentlichen Pranger, Verballhornung in der Presse, Zynismus und so weiter. Das sind die modernen geistigen Methoden, wie man sozusagen die Kritiker oder die Ketzer weichkocht. Die Mechanisierung der Arbeit. Wir als Menschen haben zu funktionieren wie eine Maschine. Das Menschliche geht dabei völlig verloren. Ja, geht's noch, wenn man sich das mal überlegt. Wir haben als Maschinen zu funktionieren in der Wirtschaft, geht's noch. Mechanisierung der Gesundheit. Als Menschen werden wir in modernen, was sind es heute, Profizentern, als Kostenstellen behandelt. Mit einer Apparatemedizin,
und zeitlich getakteter Fließbandbetreuung. Das Menschliche geht komplett verloren. Geht komplett verloren. Der Mensch gibt es gar nicht mehr, da ist eine Maschine. Ja, und die Pflegekräfte tun im Minutentakt, wie früher am Fließband, die Leute behandeln, bearbeiten, unpflegen, pflegen. Es gibt ja viele liebevolle Pfleger. Die dürfen ja gar nicht mehr pflegen. Die Ärzte dürfen ja gar nicht mehr Ärzte sein. Die Krankenschwestern dürfen gar nicht mehr Ärzte sein. Sie müssen nach Kostenstellen abrechnen. Ja, geht's noch? Geht's noch, Leute? Und worin gipfelt das Ganze dann? Das gipfelt dann, und ich weiß, wie kritisch das ist, in einer Gesetzgebung für Organspende, wo wir als Menschen als Gehirn definiert werden. Wenn das Gehirn tot ist, bist du als Mensch tot. Damit ist der Mensch materialistisch definiert von unseren Politikern. Ha, geht's noch, liebe Grüne, linke Politiker? Ist euch eigentlich klar, dass ihr den Menschen per Gesetz, per Politik zur Maschine definiert habt? Der Materialismus ist per Gesetz festgeschrieben worden. Geht's noch? Fangt einmal an, darüber nachzudenken, was ihr da gemacht habt. Und wenn man weiß über Nahtodberichte und stellt sich mal vor, jemand wird Organ entnommen und der schwebt jetzt da drüber in dieser Nahtoderfahrung und sieht, wie sein Leib zerstückelt wird und 200 Organe rausgenommen wird, können wir uns vorstellen, was das eventuell für eine Erfahrung ist? Warum die Menschen dann angeschnallt werden müssen, obwohl sie ja tot sind und unter Vollnarkose gesetzt werden müssen, obwohl sie tot sind, weil alle Stressreaktionen kommen? Man muss doch nur mal hinschauen und sehen, dass der Mensch noch quicklebendig ist, nur bewusstlos. Aber wir haben es so definiert juristisch, ja, geht's noch. Das ist Mechanisierung der Gesundheit. Höhepunkt des Materialismus im Gesundheitswesen. Mechanisierung der Bildung, habe ich vorhin schon angesprochen. Schaut euch das Video an, Another Brick in the Wall. Schaut euch dieses alte Video aus den 70er Jahren. Da sieht man die Revolution der Kinder, wo man sieht, wie Kinder in den Schulen wie durch einen Fleischwolf getrieben werden. Und es ist ein wunderschönes Video, ich bin es immer noch faszinierend. Unsere Kinder und Lehrer haben nach einem Staatssystem zu funktionieren. Sie werden letztens zu Automaten reduziert. Sie haben zu funktionieren. Kinder und Lehrer, die armen Lehrer, geht's noch? Die Mechanisierung der Gesellschaft insgesamt. Jetzt sind wir gerade in der heutigen Zeit, immer mehr Roboter übernehmen unsere Arbeiten, Algorithmen steuern unser Leben, Totalüberwachung kommt durch Maschinen, Transhumanismus kommt. Wir können uns dem nicht entziehen. Wir müssen mit Maschinen leben. Wir werden Maschinen immer mehr entwickeln. Aber wir dürfen die Kontrolle nicht drüber verlieren. Das ist das Wesentliche. Weil wir dürfen nicht zulassen, dass die ganze Gesellschaft nur mechanisiert wird. Und dann noch die Mechanisierung der Wirtschaft. Es geht nur noch um maximalen Profit. Natürlich ganzen Umweltzerstörungen, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Der Mensch geht verloren. Einkommensgerechtigkeit, keine Chance. Das alles zählt immer weniger. In der Wirtschaft haben wir zu funktionieren. Viele Manager wirken wie Roboter, aber nicht wie Menschen. Sie haben zu funktionieren. Geht's noch? Schauen wir doch mal hin, was durch dieses zweite Mittelalter hier geschehen ist. Dass wir wirklich drinstecken in einem zweiten Mittelalter. Das ist düsterster Geist. Dunkler geht's eigentlich nicht mehr. Da war das Mittelalter eine Lichtwelt dagegen. Und trotzdem ist es eine wunderbare Zeit, weil wir frei sind. Wir müssen dem nicht folgen. Aber das wirklich Schlimme ist, dass der Mensch in dieser Zeit verloren gegangen ist. In diesem Kampf zwischen Naturwissenschaft ist der Mensch verloren gegangen. Und das ist ein geistiger Kampf, liebe Freunde. Das dürfen wir nicht übersehen. Und wir stehen da drin und sind völlig verschwunden. Uns als Mensch gibt es eigentlich nicht mehr. Der Mensch ist verschwunden. Die Religionen nämlich, die konnten nicht mehr die Frage beantworten ab dieser neuen Zeit im 15. Jahrhundert. Wer bist du denn als Mensch? Man hat sich zurückgezogen in eine abstrakte Gotteswelt. Man sagte, naja, du bist halt erschaffen, einmalig von dem Herrgott, ohne Sinn und Zweck. Und nach ein paar Jahren, als Kind schon nach 5 Jahren oder nach 90 Jahren, dann wird darüber entschieden, ob du ewig in der Hölle oder ewig im Himmel lebst. Ja, geht's noch? Was soll denn das als Mensch sein, dass ein Gott ein Wesen einmalig erschafft und dann darüber entscheidet, ewige Hölle oder ewiger Himmel, ohne Sinn? Daran sieht man doch, dass die Religionen überhaupt nicht mehr auch nur annähernd in der Lage waren, uns Menschen zu sagen, wer wir sind. Keine Chance. Wer bin ich als Mensch? Gibt es Gott? Was geschieht nach dem Tod? Was ist der wirkliche Sinn meines Lebens? Und all diese Fragen konnten weder von den Religionen noch von der Naturwissenschaft beantwortet werden. Beide nicht. So, was ist passiert? Es ist ein Vakuum entstanden.
Es ist in der alten Zeit so gewesen, dass wir noch völlig im Einklang waren mit der geistigen Welt. Wir wussten, das gibt's alles. Das war jetzt alles weg und wir waren als geistiges Wesen auch weg. Ein Vakuum ist entstanden und in dieses Vakuum hinein ist dann der Materialismus hineingekommen. Also das ist raffiniert gemacht. Wir wissen auch von wem. Und das Spannende, was dann jetzt geschehen ist in der Naturwissenschaft, ist, weil die Naturwissenschaft keine Antwort geben kann, entstand die Auffassung, dass es keine Antworten gibt. Ich als Naturwissenschaft kann es nicht beantworten und wenn ich nicht beantworten kann, dann kann es es auch nicht geben. Ja, das ist so, wie wenn man in einem Garten oder in einem Feld lauter Maulwurfshügel hat, ja, und sagt, naja, da könnten ja Maulwürfe sein, wir machen mal Folgendes, wir stellen in der Nacht eine alte Kamera auf, so eine alte, so die Super-8-Kameras aus den 70er Jahren, und schauen mal, ob es Maulwürfe gibt. Die können ja wunderbar in der Nacht das alles erkennen. Nein, man sieht nicht, die Kamera zeigt natürlich nichts. Weil die Kamera nichts zeigt, kann es auch keine Maulwürfe geben. Dann macht man wieder alles platt und hat nachgewiesen, dass es keine Maulwürfe gibt. Weil die Kamera hat ja keine gesehen. Dass jemand auf die Idee kommt, vielleicht, dann nehmen wir doch eine Wärmebildkamera. Weil eine Wärmebildkamera, die kann Maulwürfe erkennen. Nein, auf die Idee kommt man nicht. Und das ist so wie in der Wissenschaft. Was wir nicht nachweisen können, das kann es nicht geben. Was ich mit meinem physischen Auge nicht sehen kann, das kann es nicht geben. Ist doch logisch. Ja, die Liebe kann es nicht geben, weil kann man ja nicht sehen. Gedanken kann es nicht geben, die kann ich mit meinen Augen nicht sehen. Deshalb müssen sie ein Ausdruck des Gehirns sein. Ist völlig logisch. Deshalb kann es keine Gedanken geben. Das ist ein völlig logischer Schluss. Keiner von euch, der hier sitzt oder draußen, hat Gedanken. Tut mir leid. Es sind nur Nebenprodukte des Gehirns. Das lernen übrigens eure Kinder in den Schulen. Lasst euch das von den Kindern erzählen. Das Positive, das Gute an der Naturwissenschaft war, dass sie eine wunderbare Technik uns geliefert hat. Und das ist auch wirklich eine Revolution. Das ist das unglaublich Wertvolle. Aber aus der geistigen Revolution ist eine rein technische Revolution geworden. Technik, Technik, Technik. Roboterisierung, gewaltige Digitalisierung. Ja? Das Vakuum, das entstanden ist, das geistige Vakuum, konnte nicht gefüllt werden. Das wurde jetzt und wird mit Robotern gefüllt, aber nicht mit geistigem Inhalt. Ja, wir werden durch diese ganze Geschichte endgültig zu Maschinen reduziert. Und unsere gesamte Existenz als Mensch ist bedroht dadurch. Aber nur bedroht. Weil die Bedrohung ist ja, und der Untergang der Menschheit ist nur ein Szenario. Es gibt andere Szenarien auch, es ist nur eine Möglichkeit. Die Menschheit kann untergehen, wenn sie so weitermacht. Und deshalb stehe ich heute hier und deshalb dieser Aufruf. Aber es muss nicht so kommen. Ich denke auch nicht, dass es kommt, aber die Möglichkeit besteht. Denn diese bösen Geister, die haben schon ziemlich hinterlistige Pläne auch geschmiedet, aber sie haben mit gewissen Dingen nicht gerechnet. Zum Beispiel mit euch. Die haben nicht mit euch gerechnet, mit dem Einzelmenschen haben sie nicht gerechnet. Und womit sie nicht gerechnet haben, mit der Wiederverzauberung der Welt. Damit haben sie auch nicht gerechnet. Sie haben es befürchtet, aber sie haben nicht damit gerechnet. Denn es gibt sowas wie Weltengeist und Weltenseele und die leben in jedem von uns heute auf der Erde hier inkarnierten Menschen und die sind zwar leidensfähig, aber irgendwann einmal ist Schluss. Ne? Irgendwann mal sagt dann der Weltengeist, jetzt reicht's, Ende der Fahnenstange ist erreicht und dieses scheint heute jetzt endgültig der Fall zu sein. Wir stehen jetzt meiner Meinung nach an dem Punkt, wo immer mehr Menschen sagen, jetzt reicht's, das Ende der Fahnenstange ist erreicht, dieses Mittelalter müssen wir abschaffen. Und das ist die Botschaft von heute. Und jetzt kommen wir zu dem Gegengift, zu diesem allgegenwärtigen materialistischen Giftgebräu. Also, wir kommen jetzt sozusagen zur Nachtbildkamera, die Maulwürfe entdecken kann, das andere Auge. Was klar war, die Religion und die Wissenschaft, sie haben ein Vakuum hinterlassen. Dieses Vakuum musste gefüllt werden. Zunächst zog der Materialismus ein, durch eine böse Hexe oder einen bösen Dämon erzeugt. Und vergiftete den Geist hier der Menschheit von uns allen. Aber es ist klar, dieses Vakuum, wenn es überhaupt eine Rettung für die Menschheit gibt, das Vakuum musste gefüllt werden. Aber mit was? Es konnte nicht mit einer neuen Religion gefüllt werden, weil wir sind im Zeitalter der Freiheit und des Wissens und der Wissenschaft. Bitte nicht noch eine neue Religion. Die Zeit des Glaubens ist vorbei. Also konnte nicht eine neue Religion gegeben werden oder kommen, um das Vakuum zu füllen. Geht nicht. Und die alten Religionen haben das Vakuum erzeugt. Die funktionieren nicht mehr.
Die Naturwissenschaft kann das Vakuum nicht füllen. Was also müsste kommen, hätte kommen müssen? Ja, eine Wissenschaft, die das Vakuum füllt, aber eine Wissenschaft nicht über die materielle Welt, sondern über die geistige Welt. Das ist das Einzige, was zur Rettung der Welt hätte kommen können. Es musste eine Wissenschaft sein, denn Wissenschaft bedeutet Freiheit und bedeutet Wissen. Und das ist der Weg in die Freiheit. Religion wäre der Weg in die Unfreiheit weiterhin gewesen. Und das lassen wir uns nicht mehr bieten. In der Region Mannheim, Imam Sahib, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die meisten Menschen lassen sich nicht mehr bieten. Deshalb treten sie auch reihenweise aus den Kirchen aus. Wir wollen keine Abhängigkeit mehr von einem Glauben an irgendwelche Inhalte, die uns von äußeren Instanzen vorgegeben werden, die wir nicht hinterfragen können und testen können. Wir wollen nicht mehr an eine nicht nachprüfbare Quelle glauben müssen, ein Dogmen oder was auch immer. Ja, da sagen alle vielleicht berechtigt, naja, ein paar gibt es vielleicht doch noch. Ja, es gibt vielleicht doch noch Menschen, die an äußere Autoritäten glauben. Aber letzten Endes wird jeder von uns aufwachen und sagen, nein, irgendwie passt das nicht. Und deshalb nichts wie los. Alle, die das Gefühl haben, sie glauben noch an äußere Autoritäten, ablegen. Der eigenen inneren Autorität folgen, denn das ist jetzt das Zeitalter der Wissenschaft. Die innere Autorität zählt und nicht mehr die äußere. Glauben heißt, dass wir nichts überprüfen können. Das ist das Wesen und, ja, bitte ich um Verzeihung, der meisten, praktisch alle Religionen heute. Das ist Unfreiheit. Das Wesen der Unfreiheit. Und das ist das Wesen der Macht. Es gibt vielleicht ganz wenige Ausnahmen, wo man wirklich vom Glauben weggekommen ist. Einige wenige, vielleicht Glaubensgemeinschaften gibt es, aber das sind nur ganz wenige. Das Einzige, was eine Lösung bieten kann, ist Wissenschaft, denn Wissenschaft bedeutet Freiheit. Und mit der Wissenschaft schöpfen wir Wahrheit und Wissen aus unserem eigenen Inneren. Und Wissenschaft ist nichts akademisch Abgehobenes, was die Leute immer meinen, sondern es ist eigentlich nur der gesunde Menschenverstand. Österreich, Hausverstand, österreichische Übersetzung. Manchmal ganz einfach und schlicht. Ich habe es in meinen Büchern und in meinem Heimlehrgang über Freiheit ja sehr ausführlich beschrieben, was das normale Wissenschaftsverständnis ist. Ja, dass man zunächst einmal erstmal ganz, ganz klar beobachtet das Objekt, das man untersucht. Dann bildet man eine These und dann prüft man die These. Und wenn die These nicht stimmt, weil man seine Wirklichkeit überprüft hat, muss man es wieder verändern. Muss man so lange prüfen, bis man merkt, es stimmt mit der Wirklichkeit überein. Und das ist Wissenschaft. Und das kann jeder. Und das ist das, wenn ich von Wissenschaft rede. Und wir leben im Zeitalter der Wissenschaft und nicht mehr im Zeitalter der Religionen mit blindem Glauben. Und deshalb kann Religion heute einen wahrheitssuchenden Menschen nicht mehr befriedigen. Wahrheitssuchende Menschen können nichts mehr in den Religionen finden, geht nicht mehr. Vor allem in den alten. Deshalb ist auch die Zeit der alten Religionen vorbei. Sie sind im Grunde genommen nur noch aussterbende Relikte aus einer alten Zeit, das ist so. Sie werden so und so sterben. Die Religion muss man nicht abschaffen, sie werden sich selber abschaffen, weil die Menschen sich lösen werden aus der Unfreiheit und der Macht. Und mit Religionen halten wir einfach unsere geistige Unfreiheit weiter hoch. Also wenn dieses Vakuum gefüllt werden sollte, dann konnte das nur sein durch eine echte Wissenschaft vom Geist, eine Geisteswissenschaft. Und deshalb, wenn wir jetzt das Bild so sehen, 15. Jahrhundert, Kopernikus und so weiter, es kommt die Wissenschaft, die Naturwissenschaft befreit die Menschen von den alten Religionen im Bereich der Materie, es folgt die Aufklärung. Aber im Bereich des Geistes und der Seele bleibt ein Vakuum. Das füllen noch die Religionen, das füllt die neue Religion des Materialismus. Aber in den Seelen, in unserem Geist wird es kalt und öde und wüst. Was also brauchte es? Eine Geisteswissenschaft, die das Vakuum füllt und die Naturwissenschaft ergänzt. Das ist das, was kommen musste. Und das ist das, was gekommen ist um 1900. Mit dem Jahr 1900, und das ist die schöne Tatsache, ist, dass da die Wissenschaft gekommen ist, so wie damals mit Kopernikus. Damals war die kopernikanische Wende. Und mit dem Jahr 1900 kam eben die nächste Wende. Die logische Konsequenz in der Menschheitsentwicklung, dass jetzt eine Geisteswissenschaft kommen muss. Das Einzige, was den Menschen hilft. Keine Religion. Es muss eine echte Wissenschaft vom Geist sein. Und die kam, die wissen wir. Deshalb reden wir von der großen geistigen zweiten Revolution mit dem Jahr 1900. Die Geisteswissenschaft kam, die Weisheit, die Sophia vom Menschen, des Anthropos. Deshalb wurde sie auch genannt die Anthropos-Sophia. Nicht die Philosophia, sondern die Anthropos-Sophia oder Anthroposophia oder Anthroposophie. Und die Philosophie als rein logische, denkerische Wissenschaft wurde erweitert zu einer echten
spirituellen Wissenschaft. Und derjenige, der diese Wissenschaft begründet hat, ist eben Dr. Rudolf Steiner. Das ist derjenige, der sozusagen diese neue Wende eingeleitet hat. Der hat jetzt dieses Vakuum gefüllt. Rudolf Steiner hat der Menschheit das gegeben, wonach sie gesucht hat. Er ist sozusagen der Rufer in der Wüste, der das jetzt, das Vakuum ausgefüllt hat mit einer echten Geisteswissenschaft. Etwas so Wichtiges und so unbekannt, wir kennen Rudolf Steiner, aber fragt man draußen Menschen, keiner kennt was, Revolution, Steiner, Wende, Vakuum, neue Wissenschaft, nie gehört. Da findet eine geistige Revolution statt, wahrscheinlich die größte jemals in der Geschichte der Menschheit. And nobody knows. Revolution findet statt und keiner geht hin. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist so. Und immerhin können wir sagen, dass 100 Jahre nach Rudolf Steiner wahrscheinlich viel mehr Menschen von Rudolf Steiner wissen, als 100 Jahre nach Kepler über Kepler. Das können wir heute schon sagen, auch dank Internet und dank YouTube ist es jetzt heute einfach, immer mehr Menschen zu erreichen. Das ist das Schöne. Die zweite wissenschaftliche geistige Revolution hat stattgefunden. Das Vakuum wurde gefüllt. Das ist das, was ich als erstes geben wollte, als erstes ins Bewusstsein bringen wollte. Das vollzog sich in einer gewissen Stille, aber warum wurde das auch nicht so breit in die Öffentlichkeit gebracht? Ja, das war wie bei Giordano Bruno, das Establishment, ja, das Imperium schlägt zurück. Das Establishment, die Machtorganisation, kann doch nicht zulassen, dass jetzt eine neue Wissenschaft, eine Wissenschaft kommt, die den Menschen jetzt auch noch, stellt es euch mal vor, auch noch frei macht in Bezug auf den Geist. Ja, bitteschön, da verlieren wir ja endgültig den letzten Rest an Macht. Das geht nicht, das darf nicht sein. Wir müssen mit allen Mitteln, liebe Schriftgelehrte und Pharisäer, liebe Vertreter der alten Religionen, dafür sorgen, dass dieses Wissen an unsere Schäfchen nicht rankommt. Deshalb müssen wir alle Bücher verbieten, die von Herrn Dr. Rudolf Steiner da geschrieben wurden. Und als unchristlich müssen wir sie den Christen sozusagen auf den Index setzen. Genau das ist damals passiert mit der katholischen Kirche. Alle Schriften von Dr. Rudolf Steiner wurden auf den Index gesetzt, der katholischen verdammungswürdigen Schriften. Viel Feind, viel eher ein wunderbares Zeichen dafür, dass an dieser Wissenschaft was dran sein muss. Das war jetzt diese Revolution. Das war jetzt die Macht, die in die Welt kam, wo ein Rudolf Steiner nichts wollte, außer das Wissen zu geben, damit jeder Mensch das frei nehmen kann, frei anwenden kann, dass nebenbei der Rest an Macht der alten Religionen gebrochen wurde. Ja, tut leid, tut uns leid, das war nur der zweite Zug. Die Naturwissenschaft war das erste und jetzt sehen wir die zweite Revolution, die Geisteswissenschaft war das zweite. Sie ist da. Und damit ist die Zeit der Religionen endgültig vorbei. Das musste so geschehen. Das ging gar nicht anders. Man hat sich genauso gewehrt wie vor 300 Jahren. Man konnte den Rudolf Steiner nicht verbrennen, aber immerhin seinen neuen Bau damals in Dornach, den hat man verbrannt. Einen wunderbaren künstlerischen Bau ist durch Brandstiftung niedergefackelt worden. Man hat zumindest sein Gebäude abgebrannt. Aber das nur nebenbei. Und jetzt komme ich zu dem, das ist mal das erste Bild, das wir sehen. Aha, die Naturwissenschaft kam, um uns Freiheit zu bringen in Bezug auf die Materie. Und jetzt kam die Geisteswissenschaft. Das ist der große Zug der Evolution. Und dann haben wir gehört, ja, nach der Naturwissenschaft kam das Zeitalter der Aufklärung. Was muss jetzt logischerweise durch die Geisteswissenschaft kommen? Ein zweites Zeitalter der Aufklärung. Und das ist das, was ich heute einfach ins Bewusstsein rücken will, verkünden will als Botschaft. Denn dieses Böse, das wir auch hatten und immer noch haben, das Arbeiten gegen spirituelles Wissen, ist ja eigentlich nur ein Kräftewecker. Wir wissen ja, dass das dazugehört. Wir schätzen ja das Böse, oder? Tun wir doch. Wir schätzen das Böse, weil wir wissen, dass es Kräfte in uns weckt. Und was jetzt gekommen ist durch diese Geisteswissenschaft, ist das, was der Titel dieses Vortrages ist, die Wiederverzauberung der Welt. Jetzt können wir wieder uns hineinverzaubern lassen in die geistige Welt. Also was wir jetzt als nächsten Schritt erkennen, was jetzt zu tun ist, ja klar, wir brauchen eine zweite Aufklärung, Leute. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das zweite Zeitalter der Aufklärung auszurufen. 100 Jahre nach Giordano Bruno, Kepler, Galilei kam das Zeitalter der Aufklärung. 100 Jahre nach Rudolf Steiner beginnt das Zeitalter der Aufklärung. Das beginnt, sage ich mal, ab heute. 6. März 2019 verkünden wir alle miteinander
Das zweite Zeitalter der Aufklärung. Jeder ist eingeladen, sich aufzuklären. Was damals ja geschah in der Aufklärung. Ein unglaublicher Aufschwung in der Politik, in der Justiz, in der Kunst, in der Architektur, im Sozialen, überall. Die Menschheit blühte irgendwie auf. Ja, der Freiheitszug, die Freiheitsluft, ja, bewirkte diese gewaltige Aufklärung. Dann ging das leider in den Materialismus über. Aber dieser Aufbruch liegt jetzt wieder in der Luft. Und das ist das, was ich heute weitergeben möchte. Das kann man knistern hören. Wer so ein bisschen jetzt hinfühlt, und ich merke das schon über YouTube, wie es draußen knistert, wie die Leute jetzt merken, wow, ja, das ist es. Wir haben ein neues Zeitalter der Aufklärung. Da passiert wirklich was Großes. Also Ohren aufmachen, Gehirn aufmachen, Herz aufmachen. Da heißt es immer in der Offenbarung des Johannes, wer Augen hat, zu sehen, der sehe, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Macht die Augen auf und die Ohren auf und schaut, Leute, wir sind in einer geistigen Revolution, in einem zweiten Zeitalter der Aufklärung. Und die Nachwelt wird das irgendwann einmal so nennen. Haben wir ja hier verkündet. Brauchen es dann nur noch übernehmen. Die Geisteswissenschaft hat diese 100 Jahre Reifephase hinter sich. Jetzt können wir beginnen mit der Wiederverzauberung der Welt. Jetzt können wir wieder die Entzauberung, die wir haben durchlitten, wieder auflösen. Die Hexe und der Dämon werden verlieren, wenn wir diese zweite Aufklärung ergreifen. Wenn nicht, werden sie gewinnen. Und das erinnert uns, viele kennen vielleicht diesen Film Momo, wo Momo ins Haus der Zeit eben kommt und sie es schafft, die Menschheit vom Joch der grauen Herren zu befreien. Das ist das, was jetzt passiert. Das ist vielleicht ein schönes Bild. Es wird natürlich, die Menschen haben damals ja wie das erste Mal anfangen können zu lachen. Michael Ende hat ja auch anthroposophischen Hintergrund, hat er wunderschön beschrieben. Klar, es wird nicht so schnell und so kampflos gehen, aber es ist nur ein geistiger Kampf. Die zweite Aufklärung ist die überfällige Befreiung der Menschheit in Bezug auf Geist und Seele. Und was kommen wird, ist ein ähnliches Aufblühen, das geschieht ja zum Teil schon wie damals in der Aufklärung, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik, in der Kunst, in der Literatur, überall wird ein Aufblühen durch diese zweite Aufklärung kommen. Eine wunderbare Aufgabe. Und was wird uns diese Aufklärung als wesentliche Erkenntnisse noch einmal bringen, noch einmal zu wiederholen? Es bringt uns die Erkenntnis, du bist ein geistiges Wesen. Das ist der neue Frame. Ich bin ein geistiges Wesen, da kannst du mir sagen, was du willst. Und wenn du glaubst, ich stamme vom Affen ab, nein, ich stamme nicht vom Affen ab. Ich bin ein Mensch und ich bin auch kein Tier. Ich bin ein geistiges Wesen. Das ist der neue Frame. Ab heute gibt es dieses Framing. Ich bin ein geistiges Wesen, du bist ein geistiges Wesen, nichts anderes. Du bist ein göttliches, geistiges Wesen. Ich bin ein geistiges Wesen. Ich bin ein göttliches, geistiges Wesen. Da kannst du sagen, was du willst. Und ich weiß, du bist auch eins. Und ich werde dich behandeln, auch als geistiges Wesen. Und ich werde dich nicht behandeln als Affe und Tier und Maschine, weil ich sehe, dass du ein geistiges Wesen bist. Ich weiß das. Das ist die zweite Aufklärung. Ich bin kein höheres Säugetier. Ich bin ein Mensch. Der Mensch, der verloren gegangen ist in diesen 300 Jahren, 400 Jahren, der taucht jetzt wieder auf, der Mensch als geistiges Wesen. Und dann diese Erkenntnis, es gibt eine geistige Welt mit einer Fülle geistiger Wesen, die wir seit Jahrtausenden kennen. Von den Engeln bis zu den Seraphim hinauf, den Cherubim, den Thronen, ist ja alles bekannt. Steht ja alles im Neuen Testament, steht in der katholischen Lehre der neuen Engelchöre. Und ich als Mensch bin Teil dieser großen kosmischen Familie. Ich gehöre nicht nur zur Menschheitsfamilie, ich gehöre auch zur Familie der Engelwesen. Ich bilde mit ihnen zusammen eine noch viel höhere Einheit. Und jetzt ist die Zeit, und das ist das Dritte, was diese Aufklärung uns sagen wird, der dritte Frame. Jetzt ist die Zeit, wo wir da anfangen können, sollen, müssen, dürfen, die geistigen Wesen wieder kennenzulernen und mit ihnen beginnen, zusammenzuarbeiten. Das ist das. Denn wenn wir einmal begreifen, liebe Freunde, wenn wir sterben ja nicht. Wenn wir diesen Körper verlassen, dann leben wir nicht mehr mit den Menschen hier körperlich zusammen, sondern wir leben ja mit den Jungs und Mädels, entschuldigt bitte drüben,
wir leben dann mit den Jungs und Mädels drüben, ne, die sind ja neutral, also mit den geistigen Wesen drüben zusammen. 300, 400, 500, 600 Jahre leben wir mit den Engeln, Erzengeln zusammen, nicht mit äußeren Menschen. Auf einmal leben wir mit diesen geistigen Wesen zusammen. Ja, es wäre doch gut, uns darauf vorzubereiten. Deshalb sind wir hier auf der Erde, dass wir jetzt mit dieser zweiten Aufklärung durch diese spirituelle Revolution lernen, uns vorzubereiten für die Zeit danach. Dass das eine fruchtbare Zusammenarbeit wird, Leute, darum geht es. Und damit, mit dieser zweiten Aufklärung, lösen wir uns endgültig von den alten Religionen. Je mehr wir uns aufklären, desto schneller werden die Religionen unnötig werden und alle Pfarrer und Priester werden endlich erlöst von ihrer Aufgabe, die Schäfchen führen zu müssen. Die tun mir auch so leid, weil sie eigentlich, was sollen sie denn führen? In ein dunkles, unsichtbares, geistiges Etwas, wo keiner weiß, wie das ausschauen soll. Da gibt es mal ein Fegefeuer oder was auch immer. Aber die ewige Hölle ist ja alles Unsinn. Es gibt keine ewige Hölle und ein ewiges gibt es alles nicht. Mir tun die Priester und die Pfarrer auch so leid. Mitleid kann man schon mit ihnen haben. Aber das ist auch der Appell an die alle. Fangt an nachzudenken. Also diese neue Aufklärung brauchen wir lebensnotwendig. Denn das, was jetzt auf den Universitäten geschieht, wenn man anschaut, was da geschieht, Schulen und Universitäten, das geschieht gerade in Amerika sehr heftig, Denkverbote, politische Korrektheit bis zum Erbrechen, Denunziation, gesteuerte Denunziation überall. Wenn man sich mal überlegt, ein Friedrich Schiller, wenn der heute da zuschauen würde oder wenn er in dem Grab, wo er nicht liegt, sich umdrehen würde, oder er würde sich umdrehen in dem Grab, in dem er ja nicht liegt, er ist ja nicht im Grab, aber wenn er drin liegen würde, er würde sich vergrauen, umdrehen, was heute an Universitäten los ist. Aber ich glaube persönlich, ist so meine persönliche Meinung, dass Friedrich Schiller jetzt wahrscheinlich wieder da ist, so vielleicht als 20-Jähriger, 25-Jähriger, und jetzt mit dabei sein wird bei dieser zweiten Aufklärung und zeigen, wo es lang geht. Zeigen wird, wo es lang geht. Wie wir in Bayern sagen, wo der Butler den Most holt. Was allerdings eine Gefahr sein kann, ist, dass jetzt, wenn Friedrich Schiller schon gekommen ist, er durch Sechsfachimpfungen als Baby schon so von der geistigen Welt abgekapselt wurde, dass er seine Kräfte nicht mehr entwickeln kann auf dieser Erde. Denn das ist die Gefahr dieser Impfungen. Denn Impfungen können uns seelisch und geistig eventuell abkapseln von der geistigen Welt. Aber die Impfungen sind doch so unser großer Retter, nicht wahr? Impfungen sind doch so toll und so wertvoll. Und wir wissen gar nicht, was wir mit den kleinen Kindern da tun. Da muss man nur in die Seelen mal schauen. Da haben sich die Hexe und der Dämon schon was einfallen lassen. Und wir können nur hoffen, dass wenn Friedrich Schiller und vielleicht auch Goethe hier in dieser Zeit kommen, dass sie das nicht durchlaufen müssen. Das ist meine persönliche Meinung. Damals begann die Revolution mit der sogenannten kopernikanischen Wende. Durch Kopernikus, da spricht man heute davon, man sagt es. Dann kam die gesellschaftliche Aufklärung, die technische Revolution, dann dieses Vakuum, Entzauberung der Welt, die Degradierung des Menschen bis zur Maschine, dann folgte der Darwinismus, der Mensch wurde reduziert zum höheren Säugetier und ist nicht entstanden durch einen göttlichen Plan, sondern nur durch den sogenannten dummen Zufall von Kampf und Anpassung. Der Stärkere überlebt nach Gesetzen der Mutation und Selektion, aber höhere Pläne und höheren Plan gibt es nicht. Nur der dumme Zufall regiert im Darwinismus. Ist doch schön. Also wenn wir uns überlegen, wir sind durch dummen Zufall entstanden und sitzen hier so dumm entstanden, weil wir können nicht intelligent sein, weil die Dummheit kann nichts Intelligentes hervorbringen. Also müssen wir dumm sein, wenn wir hier sitzen. Also wenn man mal als Materialist drüber nachdenkt, dass der Mensch durch dummen Zufall entstanden ist, muss er ja nicht dumm sein. Ne? Kann er gar nicht intelligent sein. Wir bilden uns dann nur ein, dass wir intelligent sind. Wenn wir aber intelligent sind, können wir nicht durch dummen Zufall entstanden sein. Dann müssen unsere Schöpferwesen schon auch intelligent gewesen sein. Also das sind so ein paar logische Gedanken dazu. Also was war passiert? Gott war verschwunden, die Engel waren verschwunden, geistige Wesen, die geistige Welt war verschwunden und am schlimmsten war, der Mensch war, wir waren verschwunden. Ja? Man hat uns ausradiert, sozusagen. Und das spürt heute jeder Mensch. Alle Menschen in der Welt spüren das in der Seele, spüren im Geist, dass da was nicht stimmt. Und daher kommen unsere Krisen, Unruhen und Kriege. Wir fühlen, dass was falsch läuft, aber die Antworten haben wir noch, beziehungsweise wir haben sie. Und wir stehen am Rande eines menschlichen, sozialen und kulturellen Untergangs.
Und da gab es ein Buch, das Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, geschrieben wurde, sehr, sehr bekannt, war damals ein Bestseller, Der Untergang des Abendlandes, Oswald Spengler. Und da hat, das ist das Geniale dran, da hat ein genialer Wissenschaftler, der praktisch fast alle modernen Wissenschaften beherrscht hat, mit Hilfe der Wissenschaften nachgewiesen und bewiesen, dass mit Ende des 20. Jahrhunderts das Abendland untergehen wird in seiner Kultur. Das hat er bewiesen. Er hat bewiesen, dass die Wissenschaft, die wir haben, das Abendland in den Untergang führen wird. Also die Wissenschaft hat bewiesen, dass sie die Menschheit in den Untergang führt. Genial, ist doch genial. Und er hat auch keine Lösung gesehen, weil er eben nicht spirituell, geisteswissenschaftlich gedacht hat. Deshalb muss die Menschheit auch untergehen. Und das Abendland, wenn wir jetzt heute hinschauen, wie es mit uns bestellt ist, wir werden gleich noch ein Beispiel hören, dann sehen wir diesen Untergang, Leute. Da hat Oswald Spengler hundertprozentig richtig, richtig geschaut und richtig gedacht und richtig analysiert. Er hat das richtig beschrieben. Er war ein guter Prophet. Er hat nur die geistige Welt übersehen. Er hat die andere Seite der Welt ja nicht gekannt und deshalb hat er gesagt, ein Volk kommt und geht, so wie ein Mensch kommt und geht, und geistig gibt es ein Volk so und so nicht. Und damit blieb natürlich auch bei Oswald Spengler nichts anderes übrig als der Untergang. Wir reden jetzt aber heute nicht vom Untergang, sondern wir reden vom Aufgang. Wir reden von der Wiederbelebung, wir reden von dem, was jetzt aus dem Untergang entstehen wird. Und jetzt, was damals Kopernikus gemacht hat, diese kopernikanische Wende, die haben wir jetzt im 20. Jahrhundert, kann man sagen, auch gehabt. Nämlich durch die zweite Wissenschaft, die Geisteswissenschaft, ist jetzt auch eine Wende gekommen. Und jetzt müssen wir leider als Wissenschaftler, als Hommage an die Geschichte sagen, ja, das ist die steinersche Wende. Wenn das damals die kopernikanische Wende war, dann dürfen wir sagen, das ist die steinersche Wende. Klingt komisch, gell? So ein österreichischer Name. Aber es ist so, wissenschaftlich gesehen haben wir durch Rudolf Steiner die steinersche Wende. Da habe ich schon wieder ein neues Frame in die Welt gesetzt. Könnt ihr jetzt alle mit framen, ist ja ganz modern. Und das ist eine große Freude zu wissen, dass wir in einer riesigen Wendezeit stehen, dass wir nicht vor dem Untergang stehen, sondern vor dem Aufgang stehen, wenn wir es richtig machen. Aber dafür brauchen wir diese zweite Aufklärung. Und diese zweite Aufklärung ist eben das Verlassen des Dogmas, des Materialismus, weg vom Materialismus hin zu einem spirituellen Weltbild. Das ist diese zweite Wende. Und was passiert mit dieser zweiten Aufklärung, mit dieser zweiten Wende, ist, dass die Religionen wegfallen werden und der Mensch einen persönlichen Zugang finden wird zur geistigen Welt. Er wird seine persönliche Beziehung zu Gott haben, zu Christus, zu seinem Schutzengel, zu den Erzengeln. Er wird seine persönliche Beziehung haben, seine eigene Religion. Seine Rückbindung an die geistige Welt. Wir brauchen nicht mehr die äußeren Religionen für eine Rückbindung, weil die Rückbindung findet jetzt innerlich statt durch das Erleben der geistigen Welt mit Hilfe auch der Geisteswissenschaft. Und deshalb ist diese Zeit der Religionen vorbei. Und wir sehen schon, dass diese Revolution vor 100 Jahren, 120 Jahren begonnen hat. Wodurch? Dass nämlich ein spiritueller Aufbruch stattgefunden hat, dass immer mehr Menschen geistige Erfahrungen gemacht haben, hellsichtig geworden sind, Erfahrungen in der geistigen Welt gemacht haben, die Esoterik boomte. Ist jetzt nicht das Beste, aber trotzdem ist sie ein Zeichen dafür, dass spirituell etwas aufgewacht ist. Es ist heute schon für viele, sogar Therapeuten, Psychologen, normal von Reinkarnationstherapie und Wiedergeburt zu reden. Das ist ja schon fast normal geworden. Das ist ein Zeichen dieser spirituellen Revolution. Die hat längst begonnen. Nur was wir heute tun müssen, und das ist der Aufruf von mir, der Appell heute, ist, wir müssen jetzt diese zweite Aufklärung mit der Geisteswissenschaft bewusst ergreifen. Bewusst. Es geht ums Bewusstsein, sie bewusst zu ergreifen. Weil wenn wir das nicht tun, dann gehen wir endgültig unter in einer Maschinenwelt, in dem nur noch der Mammon und das goldene Kalb eben zählen. Das passiert im Moment. Also darum geht es. Es sind noch relativ wenige, die das mitbekommen, aber deshalb stehe ich heute hier, und wenn das rausgeht, gibt es halt viele Menschen, die das hören. Es werden immer mehr Menschen, und das ist das Schöne. Und das macht so viel Freude und so viel Freude. Und deshalb können wir sagen, Gott ist wieder lebendig geworden. Gott ist nicht mehr tot, Gott ist wieder lebendig geworden. Nicht in den Religionen, sondern in der Wissenschaft, in der Geisteswissenschaft. Und selbst die großen Physiker haben das erkannt. Was hat hier der berühmte Heisenberg gesagt? Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Bodens, des Bechers, wartet Gott. Das hat Heisenberg. Die großen Physiker waren alle so. Hören wir den zweiten Großen, das kennen die meisten auch schon. Max Planck,
immer wieder liebe ich, das zu zitieren, wo er sagt, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Forschung der Materie diente, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms Folgendes. Es gibt keine Materie an sich. Liebe Physiker in der Welt, hört den berühmten Max Planck, Nobelpreisträger für Physik, Begründer der Quantenphysik. Es gibt keine Materie an sich. Was sagt der Materialismus? Es gibt nur die Materie. Max Planck sagt, es gibt keine Materie. Die Materialisten sagen, es gibt nur Materie. Merkt ihr, was das für eine schizophrene Situation ist? Wacht doch endlich auf als Physiker. Schaut eure großen Physiker an, was sagt er? Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingungen bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es im ganzen Weltall, und das ist ein echter Naturwissenschaftler, das ist ein echter Wissenschaftler, weder eine intelligente noch eine ewige abstrakte Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Was sagt Max Planck? Es gibt keine Naturkräfte. Es gibt geistige Wesen dahinter. Das ist spirituelles Weltbild. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie, nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. Das ist genau das Gegenteil des materialistischen Axioms. Und er ist Physiker, Nobelpreisträger für Physik. Da es aber Geist, sagt er weiter, an sich nicht geben kann und jeder Geist einem Wesen zugehört, so müssen wir zwingend Geistwesen annehmen. Das ist Logik. Da es aber auch Geistwesen nicht aus sich selbst sein können, sondern geschaffen worden sein müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie ihn alle alten Kulturvölker der Erde früher Jahrtausende genannt haben, Gott. Ja, das sind die großen Physiker, haben spirituell gedacht aus dem Erleben der Naturwissenschaft heraus. Das, alles klar, wir müssen nur den großen Physikern folgen. Und diese zweite Aufklärung, wie wird sie denn nun stattfinden? Was wird geschehen? Es wird das geschehen, wenn wir es bewusst ergreifen, was bereits schon geschehen ist in den 100 Jahren nach Rudolf Steiner. Anthroposophische Medizin, Waldorfschulen, Demeter-Landbau, überall hat ja schon eine Revolution stattgefunden. Ja, die Geisteswissenschaft ist ja schon verbreitet. Wir haben eine neue Medizin, wir haben eine richtige, das erste Mal eine echte Pädagogik und so weiter. Wir haben den besten Landbau nachgewiesenermaßen in Demeter-Landbau, dem biologisch-dynamischen Landbau von Rudolf Steiner. Die einzige Seelenpädagogik, die es überhaupt gibt, ist die Waldorfpädagogik. Das ist alles schon bekannt. Tausende von Schulen, tausende von Demeter-Bäuern, tausende von anthroposophischen Ärzten. Die Revolution, die zweite Aufklärung, findet ja schon statt. Und die Botschaft, du bist ein geistiges Wesen, das muss in aller Munde sein. Das ist das neue Framing. Ne? Und was wird geschehen? Wir werden als Menschen aufwachen im Bewusstsein unserer Freiheit. Wir werden erkennen, unsere Bestimmung erkennen, den Sinn, den großen Sinn des Lebens. Wir werden endlich wissen, wofür wir da sind. Dass wir ein freies geistiges Wesen sein sollen, dass ich von niemandem, weder von innen, von den eigenen Dämonen, noch von außen, von fremden Dämonen manipulieren lässt. Das ist das Zeitalter der Wahrheit. Das Zeitalter der Lüge, das wir jetzt haben, wird sich wandeln in eines der Wahrheit. Geistige Unfreiheit, die wir heute haben, Manipulationen, Verdrehungen der Wahrheit, Bestrafungen der freien Meinung, das alles wird Stück für Stück und immer mehr verschwinden. Und je schneller, je mehr mitmachen beim bewussten Ergreifen der Geisteswissenschaft und bei dieser zweiten Aufklärung. Wir müssen ja nicht noch 100 Jahre warten, sondern wir können mit der Aufklärung ab heute beginnen. Und deshalb wird dieses Zeitalter der Wahrheit kommen und die Wahrheit ist auch das, wonach wir uns alle sehnen. Die Wahrheit ist das Einzige, was befreit und was heilt. Und was noch kommen wird, wie damals auch, diese zweite Aufklärung wird einen Wertewandel bringen Richtung Freiheit, Wahrheit und soziale Gerechtigkeit. Man kann auch sagen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das sind andere Werte. Und das werden keine blumigen Politikerworte mehr sein, sondern das wird Realität sein in den Köpfen und Herzen der Menschen. Wir werden unsere Gesellschaft so ändern. Wir werden nämlich lernen, wieder mit der geistigen Welt zusammenzuarbeiten. Das dauert ein bisschen. Also das ist schon etwas, da muss man sich dran gewöhnen, dass man in der geistigen Welt drinsteht und dass man tagtäglich mit der geistigen Welt zu tun hat, dass man die geistige Welt aber braucht, um soziale Strukturen in der Zukunft zu schaffen. Das geht nicht aus der Materie heraus. Und dass wir diese geistigen Wesen als Partner anerkennen, das wird eine Selbstverständlichkeit werden. Es wird eine Freude sein für die Menschen, völlig frei und offen über einen Schutzengel zu reden und über Erzengel zu reden und Cherubim und Seraphim, das wird für uns verständlich, selbstverständlich werden. Das wird eine solche Freude werden mit dieser zweiten Aufklärung.
Und was eben wichtig ist, dass wir im Zeitalter des Individuums sind, des einzelnen freien Menschen. Und darin liegt diese große Revolution. Hat begonnen mit der Naturwissenschaft und setzt sich jetzt fort mit der Geisteswissenschaft. Und damals war die Naturwissenschaft ja das, was Kepler, Kopernikus gebracht haben, ja völlig neu. Und die Geisteswissenschaft, die Rudolf Steiner gebracht hat, ist auch völlig neu. Wir müssen uns da erst dran gewöhnen, das dauert eine Zeit. Aber 100 Jahre reichen eigentlich schon, wir können uns da schon längst dran gewöhnt haben. Und wenn man jetzt fragt, wer diese zweite Aufklärung bewirkt, dann kommen wir wieder auf das zurück. Wir sind alle göttliche, geistige Geschöpfe. Wir bilden zusammen eine Einheit, aber diese Einheit besteht aus einzelnen Menschen. Der Einzelne, du, ich, jeder einzelne Mensch, das Individuum ist heute das Entscheidende. Nicht die Gruppe, nicht die Partei, weder die kommunistische noch die linke noch die grüne, sondern du als Einzelner, jedes einzelne Ich-Wesen ist das Entscheidende. Weil die Freiheit kann wer nur erringen? Der Einzelne für sich, das kann uns niemand abnehmen. Deshalb ist jeder Einzelne von euch draußen der entscheidende Heilfaktor und der Rettungsfaktor für die Welt. Es gibt keinen anderen Weg. Jeder Einzelne ist der Retter dieser Welt. Geht nicht anders. Du bist die Veränderung. Ich bin die Veränderung. Und da sind wir alle gleich. Das bedeutet Gleichheit. Und niemand kann uns diese Arbeit abnehmen. Leider, das ist die negative Botschaft. Wäre schön, unser Schutzengel käme und sagt, ich mache dich jetzt frei, ich nehme dir alle deine Dämonen weg und das alles und es ist alles erledigt. Nein, das wäre keine Freiheit. Das wäre immer noch Führung und Unfreiheit. Deshalb liegt es leider an uns, von allein wird gar nichts geschehen. Jeder muss es für sich tun, aber was ganz wichtig ist, für unsere Kinder müssen wir es tun. Da müssen wir schon etwas tun. Und worin liegt jetzt unsere Macht, deine Macht, eure Macht, ihre Macht? In dieser Freiheit, in diesem Geistwesen. Also ergreife du deine Freiheit. Muss jeder Einzelne tun. Unfreiheit bedeutet Ohnmacht. Freiheit bedeutet Macht. Unsere Macht als Mensch liegt nicht im Geld, liegt nicht in der Materie. Unsere Macht liegt in der Freiheit. Nur eure geistige Freiheit bricht die Machtstrukturen dieser Erde. Nichts. Da kannst du noch so viel Geld haben. Geld macht sowas von unfrei. Alle Materie macht sowas von unfrei. Und wenn du 100 Häuser hast, dann bist du 100 Mal unfreier als jemand, der gar kein Haus hat. Das sind Lasten, die binden. Freiheit gibt es nur im Geist und das ist eure Macht, das ist deine Macht. Und die fürchten die Mächtigen, die äußerlich Mächtigen dieser Erde so gewaltig. Aber das ist das Einzige. Und deshalb richtet sich diese Botschaft an keine Parteien, diese Botschaft von heute, sondern nur an den einzelnen Menschen draußen. Und jeden Einzelnen, der das hören will, und wenn er es nicht hören will, ist auch okay, das ist seine Freiheit. Unabhängig von der Rasse, von Geschlecht, von Religion, hat damit überhaupt nichts zu tun, denn wir wissen, dass Wissenschaft ist neutral. Ob du Chinese bist, Japaner, Deutscher, Italiener, Mathematik, Physik ist für alle gleich. Und Geisteswissenschaft ist für alle gleich in der Welt. Die Wissenschaft von den Engeln und Erzengeln ist unabhängig von einer Religion. Das ist eine Wissenschaft. Und die kann jeder Mensch, jeder Religion in der Welt studieren. Ist völlig unabhängig. Und deshalb ist der Aufruf an euch alle, an dich, an mich auch, erkenne, wer du bist als Mensch. Werde frei. Löse dich von jeder alten Religion, welche das auch immer ist. Und diese Botschaft richtet sich nicht gegen irgendeine Religion, sondern nur an die Freiheit der Menschen. Es geht nicht um gegen die Religion. Die Religion, habe ich gesagt, werden so und so verschwinden. Weil die Menschen frei werden. In dem Moment, wo sie frei werden, lösen sie sich von der Unfreiheit. Das ist ganz einfach. Und Religionen heute machen Unfreiheit. Alte Religionen basieren auf Macht und Unfreiheit. Und wenn der Mensch frei ist und geboren seid ihr alle, sind wir alle als freie Menschen. Dann lösen wir uns von der Macht und die Strukturen lösen sich so und so auf. Die Unfreiheit ist eure nicht würdig. Die Unfreiheit ist deiner nicht würdig. Es gibt ja im deutschen Grundgesetz, wir haben ein Grundgesetz, es ist auf Grundgesetz. Zwar nicht verfasst, aber auf Grundgesetz. Und da gibt es diesen wunderbaren Satz, den es nur im deutschen Grundgesetz gibt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es fragt aber nie jemand nach, was ist denn die Würde des Menschen? Ja, dass du ein Affe bist. Oder eine Maschine, eine biologische Mensch. Entschuldige, das ist würdelos.
Das heißt, wir fangen an, heute zu erklären, was die Würde des Menschen ist. Die Würde des Menschen liegt darin, dass du ein geistiges Wesen bist, ein göttliches Wesen. Das ist deine Würde und die ist unantastbar. Also nimm diese Würde und nimm die Würde der Freiheit und mach dich frei und ergreife deine Freiheit, denn das ist deine Freiheit. Die Unfreiheit ist deiner, ist unser, nicht würdig. Die alten Religionen sehen ja Gott immer noch als den, der sie führt. Der Vater, der dem Sohn, der Tochter, den Kindern die Anweisung gibt. Aber wir sind doch alle Kinder, wenn dann des einen Gottes, da gibt es nicht mehrere. Und Kinder werden eines Tages von liebenden Eltern in die Freiheit entlassen, in die Selbstständigkeit, oder nicht? Eltern hören auf, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn das Kind reif ist, Vorschriften zu machen, weil das Kind die Selbstbestimmung erreicht hat. Und glauben wir denn, dass unsere geistigen und göttlichen Eltern, nennen wir sie Vater, Allah, Jehova, Brahman oder wie auch immer, uns nicht eines Tages erwachsen sehen wollen? Wie können wir denn so etwas glauben, dass unsere geistigen Eltern was anderes machen als wir als Eltern, nämlich unsere Kinder, ihre Kinder das ganze Leben lang auf Ewigkeit führen wollen und in so Unselbstständigkeit halten wollen? Denkt doch mal drüber nach. Könnt ihr euch vorstellen, dass Allah das will oder Gott das will? Selber denken. Wie können wir sowas glauben? Und die Zeit ist jetzt seit Anbruch des 15. Jahrhunderts gekommen. Gott hat uns, die göttliche Welt, die Freiheit gegeben. Die Zeit des Sohnes ist gekommen. Deshalb haben wir das Christentum als Sohnesreligion. Ja, ob Tochter oder Sohn, das ist nicht das Thema. Es ist die Zeit des erwachsenen Kindes. Die Zeit des abhängigen Kindes ist vorbei. Was aber predigen die alten Religionen, Judentum, Christentum oder Islam? Immer noch weiter die Abhängigkeit vom Vater, von den Kirchen, Priestern, Pfarrern, Imamen oder Rabbis. Liebe Freunde, liebe Mitmenschen, die Zeit ist vorbei. Gott will nicht mehr, dass wir an seinem Rockzipfel hängen. Vielleicht erschafft er ständig neue Kinder. Und wenn wir alle in seinem Rockzipfel hängen, das geht einfach nicht. Eltern wollen ihre Kinder freigeben. Er hat uns längst aus dem Nest geschmissen, seit dem 15. Jahrhundert. Und das erkennen wir überall in der Welt, weil ja alle Menschen beginnen, sich von den Fesseln der Religionen zu lösen, die meisten wenigstens. Sie spüren, dass diese Zeit vorbei ist. Und deshalb müssen alle Katholiken, jeder einzelne Katholik sich doch mal fragen, was ein Kirchentum soll, das weiterhin auf menschliche Autorität und sogar nach Unfehlbarkeit setzt und eine Hierarchie der Macht immer noch pflegt. Ist das Christentum, bitte fragt euch selber, liebe Katholiken, ist das Christentum oder Antichristentum? Christentum ist Freiheit. Jede Art von Macht, jede Art der Unfreiheit ist antichristlich. Dasselbe können sich aber alle jüdischen Mitmenschen fragen. Kann es sein, dass Jehova, Jahwe, weiterhin seine Kinder am Gängelband führen will? Dann möge ein jeder einzelne Jude darüber nachdenken und nicht die äußere Religion fragen, sondern den Gott in sich. Denn wo spricht Gott am lautesten und am klarsten und am deutlichsten, aber auch am stillsten? In uns selbst. Geht dahin und fragt. Gott will jetzt, in diesem neuen Zeitalter, dass wir jetzt innen hören und nicht mehr außen. Die Zeit ist vorbei. Wir sind geistige Wesen und deshalb ist der Kontakt zu Gott jetzt nur noch über uns selbst und nicht mehr über außen. Und jeder von uns, ob du Jude bist, Muslim oder Christ oder wie immer du dich nennst, hat den Geist der Wahrheit in dir, von Gott geschenkt, damit du selber frei entscheiden kannst. Und nicht mehr die Autorität in äußeren Personen oder äußeren Schriften zu suchen. Und deshalb kann sich auch jeder Jude fragen, ich sage das heute so bewusst, warum ihre eigene orthodoxe Elite sie so am Gängelband führt. Wirklich. Und immer noch einredet, und das seit 2000 Jahren, dass der Messias nicht gekommen ist. Wacht auf, liebe Juden, und erkennt, dass ihr erfolgreich wart mit eurer Mission. Ihr habt den Messias auf die Welt gebracht. Er heißt halt Christus. Der Christus ist euer Messias. Das ist wunderbar gelungen. Und jetzt fragt euch, warum immer noch eine orthodoxe Elite da ist, die immer noch dem jüdischen Volk einreden will, sie hätte den Auftrag nicht erfolgreich durchgeführt. Tut mir leid, ist ein Irrtum, ein ganz großer Irrtum, das ist reine Machtpolitik. Ich weiß, dass ich mich hier vielleicht ein bisschen herauslehne, aber mir geht es um die Menschen und den einzelnen menschlichen Juden, den ich appelliere und sage, frag den Gott in dir,
Ihr habt einen großen Auftrag gehabt, den habt ihr wunderbar erfüllt und der Christus als Messias ist gekommen. Eure Propheten haben alle recht gehabt. Alles, was im Alten Testament stand, ist erfüllt worden. Aber das jüdische Volk ist, es wird mal einen eigenen Vortrag dazu geben, auch über das deutsche Volk, das jüdische Volk ist ja missbraucht worden über 2000 Jahre lang von einer orthodoxen Elite und wird immer noch am Gängelband geführt. Wie andere Völker aber auch, da unterscheiden sie sich nicht groß von anderen Völkern, auf eine andere Art. Ja, die Deutschen wurden genauso missbraucht. Es wird, wie gesagt, einen eigenen Vortrag dazu geben. Das gilt auch für die Muslime. Ja, was heißt denn Muslim? Das ist interessant. Muslim heißt übersetzt der sich Gott Hingebende. Also der Gläubige vielleicht. Nein, der sich Gott Hingebende. Die Hingabe an den Vater Gott. Aber die Hingabe an den Vater kann doch nur heißen, wenn ich mal erwachsen geworden bin, dass ich sage, danke Papa, hast du wunderbar gemacht, dass ich jetzt frei sein darf. Schön, wenn du mir jederzeit zur Seite stehst, aber eigentlich will ich auf meine eigenen Beine stellen. Ich komme mal hin und wieder und hol mir mal ein paar Euro oder was auch immer. Wenn du das dann noch magst, dann wird der Papa sagen, nein, ich habe dich entlassen, du bist jetzt selber eigenständig. Natürlich wird der Papa immer helfen, aber der Papa wird nicht mehr führen. Ja? Und deshalb ist ein Muslim, der sich Hingebende, die beste Hingabe ist, die Freiheit zu nehmen. Ein liebender Vater wird nie wollen, dass wir uns ständig an seinem Gängelband hängen. Das kann es nicht sein. Bitte prüft es. Wenn es einen liebenden Allah gibt, ja, dann will er doch, dass seine Kinder frei sein. Etwas anderes kann ein Gott doch nicht wollen. Und deshalb müssen auch die Juden und die Muslime, nicht nur die Christen hier in unserer Kultur, Teil dieser neuen Revolution und Aufklärung werden. Denn wenn auch dort in diesen Völkern oder in diesen Religionen nicht die Freiheit des einzelnen Menschen erobert wird, dann wird es weiterhin Krieg und Gewalt auf dieser Erde geben. Also Juden, Muslime, Christen sind alle ein Teil dessen, dass wir hier wirklich Frieden auf der Erde schaffen. Vorher wird das nicht möglich sein. Dem Vater Gott blind zu folgen, ist eigentlich gegen Gott. So hat auch der Christus nicht gesprochen. Der sprach zwar vom Vater, aber er hat immer als freier Sohn gehandelt, er hat in Freiheit gehandelt. Christus hat die Freiheit des Menschen repräsentiert, er war der erstgeborene, freie Mensch. Der erste sozusagen geistig erwachsene Mensch auf der Erde, er hat es uns vorgelebt. Und er brachte allen Menschen auf der Erde, egal welcher Religion, die Freiheit. Das war sein Opfer. Und das ist die Botschaft des Christentums, jenseits aller Konfessionen und Kirchen. Und deshalb braucht es im Rahmen, jetzt kommt der nächste Punkt, im Rahmen dieser neuen geistigen Revolution, auch eine Neugeburt des Christentums. Wir sind mittendrin in einer Neugeburt, einer inneren Geburt des Christentums. Das Christentum wird sich völlig verwandeln. Es wird ein inneres Christentum werden. Die Menschen werden persönliche Beziehungen zu Christus bekommen. Und wir nennen das spirituelles Christentum. Das ist ein Teil dieser zweiten Aufklärung. Eine wirkliche Neugeburt, eine Erneuerung des Christentums, wächst vom blinden Glauben an Gott jenseits der Kirchen, Autoritäten und Konfessionen. Die Beziehung zu Gott ist mit diesem Zeitalter etwas völlig Neues geworden, nämlich eine freie Selbstbestimmung des Sohnes, der Tochter, des Kindes zu Gott. Und das ist die Botschaft des Christentums. Und das ist die Botschaft, ein Teil der Botschaft, die ich heute hier weitergeben wollte, an jeden einzelnen Menschen. Ich sage das einfach so frei heraus auf diesem Planeten, egal wo er ist, wer er ist, wie er ist, welche Religion er ist. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Aber das war das Thema, die zweite geistige Revolution, die zweite Aufklärung, eine Erneuerung des Christentums. Das ist das, was stattfindet und jedes eingeladen mitzumachen. Aber da geht es jetzt noch weiter und jetzt kommt noch ein spezieller Teil, der richtet sich jetzt mehr mit einem neuen Begriff auch an den deutschen Geist. Weil wir leben ja in einer wunderbaren Zeit, dass wir hier sitzen, stehen dürfen und so sprechen können, ist eine Gnade, ist ein Geschenk. Dass wir so die Welt verstehen können, was los ist, ist ein unglaubliches Geschenk. Und deshalb ist es eine solche Freude, in dieser Welt jetzt da zu sein. Und all die Krisen, die da sind, sind Krisen. Also die Krisen machen uns nur stark. Es ist eine unglaubliche Freude, eine Dankbarkeit in mir, hier stehen zu dürfen und zu wissen, dass das so ist. Ich weiß, dass das so ist. Ich weiß das. Hundertprozentig weiß ich das, da gibt es keinen Zweifel. Und ich habe auch am Anfang gesagt, ich hoffe, dass ich das, was ich heute sage, im Sinne des Geistes tue, der uns alle verbindet. Und wenn das so ist, dann werdet ihr das draußen verstehen. Dann werdet ihr auch wissen, dass das so ist, weil das ist nicht mein Wissen. Die Revolution, die jetzt stattfindet und der Wandel, der jetzt kommen muss, der Kulturwandel, der kommt, kann nur durch eine Kraft erfolgen. Und das ist die Liebe zur Wahrheit. Geht nicht anders.
die Liebe zur Wahrheit. Wir leben aber jetzt seit ungefähr 120 Jahren, also mit dem Ersten Weltkrieg hat es und davor hat es so richtig begonnen, so richtig im Zeitalter der gewaltigsten Manipulation und der Lüge. Fake News, die wir heute haben, das ist eigentlich nur eine zarte Spitze eines Eisberges. Es ist gewaltig, was hier läuft. Ne? Aber ich habe da auch schon genug Vorträge dazu gehalten. Und was die größte Herausforderung für uns eben jetzt hier ist, ist, dass wir lernen, unser Denken einzuschalten. Wir haben eine riesengroße Herausforderung, eigentlich erstmal richtig denken zu lernen, alle miteinander. Ja, das Denken wurde uns ja fast abgewöhnt in diesen sogenannten Folterinstituten, die man Schulen nennt. Ihr werdet gleich hören, warum das stimmt. Das ist nicht eine Erfindung von mir. Ich will aber ein kleines Beispiel jetzt zu dieser Manipulation auch bringen. Ist schon ein bisschen länger her, aber es wurden ja für uns die alten wunderbaren Glühlampen verboten. Na, warum? Ja, angeblich, weil sie zu viel Wärme verbrauchen, natürlich zu viel Strom, unnötige Energie. Aha, okay. Ja, haben wir verstanden. Es wurden uns dann zwar teure, sehr giftige Quecksilberlampen erst einmal aufgeprägt. Ne? Die durfte man dann gar nicht, also wenn da mal im Kinderzimmer eine runtergefallen ist, durfte man 2 Wochen nicht mehr rein, weil das war ja hochgiftig. Aber die Glühlampe hat nun mal zu viel Wärme produziert und zu viel Strom verbraucht. Ne? Dann kamen als nächstes jetzt kommen die neuen LED-Lampen, die digitalen Lampen. Ja, super, sie sind aber alle digital und das Licht, wir werden es in den nächsten 10, 20, 30, 50 Jahren sehen, das Licht, das sie ausstrahlen, wird eventuell doch nicht so ganz gesund sein wie vielleicht die alte Glühlampe. Aber ist ja wurscht, Hauptsache, die Lampen verbrauchen nicht so viel Energie und nicht so viel Wärme. Gleichzeitig aber, was passiert? Der Aufbruch der Digitalisierung, die Rechnerwelt, Internet, mit allen Mitteln, alle, ohne Ausnahme, fördern das Internet. Aber so was besteht das Internet. Aus weltweiten Surfersystemen und Datenbanksystemen. Und wisst ihr, dass das die größten Energiefresser und die größten Wärmeproduzenten überhaupt auf der Erde sind? Ja klar, wo kriegt man die Energie her? Naja, dann muss man die Glühlampe abschaffen, damit die Energie, die wir mal verpulvert haben im Haus, damit es ein bisschen warm wurde und gemütlich, damit man die jetzt den stromfressenden Monstern in Surfern geben kann. Kein Politiker, kein Umweltschützer denkt darüber nach, was er tut, wenn er die moderne Digitalisierung vorantreibt. Er nimmt uns die Glühlampen, weil sie ein bisschen mehr Strom verbrauchen und Wärme, aber Tausende und Hunderttausende von Surfern verbrennen oder verbrauchen Energie ohne Ende und produzieren Wärme ohne Ende. Deshalb müssen sie ja dauernd gekühlt werden. Und dann gibt es ja dieses berühmte Bitcoin-System und das Blockchain-System, und das ist ja auch durch die Presse gegangen, dass der Stromverbrauch fürs Bitcoin-System der Stromverbrauch ganzer Städte ist. Das heißt, nur um Transaktionen sicher zu machen, werden wahrscheinlich Billionen von Glühlampenenergien verbraten. Welchen Umweltaktivisten interessiert das? Der benutzt ja vielleicht sogar das Bitcoin-System, weil er sagt, ja, das macht mich ja frei. Blockchain-Verfahren ist ja das neue, das wunderbare Mittel der Freiheit. Kostet zwar viel Strom, aber das ist nicht so wichtig. Hauptsache, ich werde frei. Wir haben ja auch die Glühlampe abgeschafft. Die haben wir jetzt, die Energie, die jetzt Millionen von Glühlampen nicht verbraten, haben wir ja für unser Bitcoin-System. Ich bin vielleicht jetzt ein bisschen zynisch, aber worauf wollte ich hinaus? Ja, wir dürfen keine Glühlampen mehr haben, die ein warmes, wohliges Licht machen. Wisst ihr übrigens, dass Glühlampen, wenn sie gut produziert werden, 30, 40, 50 Jahre halten und dass sie damals durch Monopolsituationen so gebaut wurden, dass sie schon nach einem Jahr kaputt gegangen sind. Das ist ja alles durch die Presse gegangen. Also die alte Glühlampe ist vorbei und man hat uns eingeredet, es war wegen der Energie und der Wärme. Und jetzt ist die Frage, wie wir das nennen. Dummheit? Ja. Manipulation? Ja. Lüge? Ja. Verdummung? Ja. Gibt ja noch ein härteres Wort, aber das will ich heute nicht sagen. Das ist wirklich so. Das wollte ich nur als ein Beispiel bringen, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was da eigentlich in der Politik geschieht, an diesem Beispiel der Glühlampe. Aber das ist nur eines. Da gibt es ja noch den Klimawandel und noch andere Dinge, können wir heute nicht vertiefen. Aber es ist kein Wunder, dass wir das Gefühl haben, naja, die Politiker, ob die das jetzt so gut und so richtig machen, Politikverdrossenheit kommt sicherlich auch daher, dass wir das Gefühl haben, wir werden überall an allen Ecken enden verarmt. Ich wollte das Wort jetzt nicht sagen. Wir werden manipuliert ohne Ende. Aber wir leben in der wunderbaren Zeit
Und unsere Würde ist die eines geistigen Wesens, das die Wahrheit liebt und nicht die Lüge und die Manipulation. Und es ist jetzt eben an der Zeit, dass wir unsere Würde erkennen, wir alle, und dass wir uns und unsere Mitmenschen nicht mehr würdelos behandeln lassen, nicht mehr belügen lassen und manipulieren lassen, dass unsere Kinder und Kindeskinder nicht würdelos behandelt werden, dass die Pflegebedürftigen nicht würdelos behandelt werden, nur die Alten und die Sterbenden. Es ist ja überall Würdelosigkeit. Und die Mütter und die Lohnempfänger, es ist alles würdelos. So behandelt man geistige, göttliche Wesen nicht. Die zweite Aufklärung, die Revolution heißt, du bist ein geistiges, göttliches Wesen und deine Würde liegt darin. Und so behandelt man geistige Wesen nicht. Da haben wir aufzustehen. Und deshalb ist es Zeit für diese geistige Revolution und diese zweite Aufklärung. Aber diese zweite Aufklärung braucht auch ein Zentrum. Und dieses Zentrum kann eben nur in Europa liegen und in dem Fall nur in Mitteleuropa. Es ist eben die Aufgabe von Mitteleuropa und dem mitteleuropäischen Geist, das Zentrum dieser Revolution zu sein. Das deutsche Land, das Land des universellen deutschen Geistes. Ich habe ja 5 Vorträge darüber gehalten und dargestellt. Bitte schön. Deutschland ist ein geistiges Land, kein politisches Land. Es gehören die Österreicher, die Schweizer dazu, die Deutschsprechenden. Das ist aber ein Thema, bitte schaut die Vorträge an. Und jetzt komme ich noch so ein bisschen zum neuen Pathos. Was brauchen wir denn jetzt in den deutschen Landen hier, in den deutschen geistigen Landen? Naja, und da habe ich vorhin schon von der Renaissance gesprochen und in den Vorträgen darüber gesprochen, dass der deutsche Geist ziemlich da niederliegt und vielleicht schon so richtig gestorben ist. Was brauchen wir aus einer Wiedergeburt des deutschen Geistes? Und das nennt man auf Französisch Renaissance. Wir brauchen eine Renaissance des deutschen Geistes und am besten eine Naissance, eine neue Geburt des deutschen Geistes, ja? Eine Wiedergeburt, eine neue Geburt des deutschen Geistes auf dem Boden der Geisteswissenschaft. Am Beginn der Neuzeit, 1420, stand die Renaissance. Die hat uns, wie gesagt, an die alten Kulturwerte der Griechen erinnert und uns daran erinnert, dass wir auf dieser wunderbaren alten griechischen Kultur aufbauen. Aber es musste etwas Neues kommen. Die griechische Kultur war vorbei. Es musste eine Naissance kommen, ein Geborenwerden von etwas Neuem. Das war die Naturwissenschaft. Und mit der Geisteswissenschaft ist auch etwas eingetreten, nämlich eine neue Geburt. Und es gab damals in der Zeit zwischen 1850 und 1930 diese wunderbare Zeit des deutschen Idealismus in Mitteleuropa. Und niemand Geringeres als Johann Wolfgang von Goethe war ja stellvertretend als sozusagen der Repräsentant des deutschen Idealismus, dessen, was wir heute als Weltbürger oder Weltenbürger nennen. Und Friedrich Schiller, der große Freiheitsgeist an seiner Seite, ja, der stand ihm zur Seite. Und Hegel, der genialste reiner Denker der Weltgeschichte überhaupt. Ja, wir haben ja keine Ahnung mehr, wer Hegel ist oder wer liest heute noch Hegel. Und Fichte und Schelling, die haben mit Hegel zusammen das berühmte philosophische Dreigestirn gebildet. Und dann gab es noch Herder, der wunderbar diese Liebe des deutschen Geistes zu allen Völkern repräsentiert hat. Was ist davon übrig geblieben? Was ist davon übrig geblieben, liebe Leute? Vom deutschen Idealismus, vom Land der Dichter und Denker. Denn dadurch wurden wir zum Land der Dichter und Denker. Und das war kein politisches Deutschland. Schiller, Goethe, das habe ich in den Vorträgen gezeigt, die wären nie auf die Idee gekommen, ein politisches Deutschland zu gründen. Das war für die unfassbar. Davon müssen wir uns lösen. Und da gibt es einen Satz im Neuen Testament, der heißt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat Christus gesagt. Und so ähnlich gilt es für die Deutschen. Deutschland ist ein geistiges Land. Unser Reich ist nicht von dieser Welt, ist von der spirituellen Welt. Die Deutschen müssen spirituell erwachen. Sie müssen die Geisteswissenschaft, diese spirituelle Revolution ergreifen. Dann werden sie eigentlich erst richtig Deutsche. Dieser deutsche Geist, der Geist der Dichter und Denker, wo ist er denn? Wo hat er sich versteckt oder wo ist er? Er ist offensichtlich irgendwie untergegangen, vielleicht ist er wirklich auch gestorben. Aber ein Geist stirbt ja nicht. Ein Volksgeist stirbt ja nicht, der ist ja da. Er braucht wieder die Möglichkeit einer Renaissance, eines Wiedergeborenwerdens, eines Wiedererscheinens hier in Mitteleuropa. Das ist das, was wir brauchen, denn die deutsche Kultur und der deutsche Geist wurde ab 1850 durch den angloamerikanischen Materialismus und Darwinismus vernichtet. Es ist praktisch nichts mehr übrig geblieben. Ganz wenig noch. Vielleicht nicht einmal die Erinnerung
Aber auf der geistigen Ebene ist er ja da. Und der deutsche Geist wartet nur darauf, dass die Deutschen ihn wieder ergreifen und ins Leben bringen. Das ist das, was notwendig ist. Die Deutschen haben jetzt ihren Geist zu öffnen gegenüber dem deutschen Geist wieder und zu schauen, was bedeutet das? Renaissance des deutschen Geistes, weil ohne diese Renaissance des deutschen Geistes wird diese zweite Aufklärung nicht möglich sein. Wir haben die Geisteswissenschaft zu ergreifen und umzusetzen in einer zweiten Aufklärung und in einer zweiten Renaissance. Das ist jetzt nicht die griechische, sondern die deutsche Renaissance. Da rufe ich jetzt auch noch dazu auf. Jetzt wird es heftig. Ja. Revolution, Aufklärung, Renaissance, kommt denn noch? Weil ja, es kommt noch. Aber ich will mal jetzt wegkommen von diesem etwas pathetischen Deutschen und will etwas bringen in die Realität. Und da bringe ich etwas, auf was ich gestoßen bin, das finde ich genial. Eine österreichische Zeitschrift heißt Addendum. Die Zeitung habe ich vorher nie gesehen, aber ist mir jetzt zugespielt worden. Und da ist ein wunderbarer Artikel drin und den will ich kurz erwähnen. Also Ausgabe Nummer 2. Da heißt es hier in diesem Leitartikel, bedingt studierfähig, Fragezeichen. Untertitel, das ist von einem Professor aus Wien geschrieben, hervorragend. Der spricht aus der Praxis, was los ist auf den Universitäten. Die zentrale Aufgabe der Universitäten heute ist die Hervorbringung möglichst zahlreicher unfähiger Akademiker. Bedingt studierfähig, die zentrale Aufgabe der Universitäten heute ist die Hervorbringung möglichst zahlreicher unfähiger Akademiker. Das sagt nicht Axel Burkhardt. Das sagt Professor Stefan Weber aus Wien. Hallo, was sagt er denn? Ja. Das sagt ein Praktiker seit Jahrzehnten. Und das gilt nachgewiesenermaßen auch in dieser Zeitschrift für Österreicher, also für Österreich und Deutschland. Gilt für österreichische und deutsche Universitäten. Und das ist heftig. Für diese beiden Länder der Dichter und Denker von Mozart, Beethoven, Haydn und wie sie alle heißen. Denn dieser Artikel bestätigt und beschreibt im Grunde genommen exakt den Tod des deutschen Geistes. Was der beschreibt, ist völlig klar. Es gibt noch einen zweiten Titel drin über Deutschland. Da heißt, da läuft etwas ganz schief, das Ganze wird für Deutschland bestätigt. Was beschreibt der Professor hier? Er beschreibt die unerträgliche Situation, dass unser ach so wunderbares deutsches, österreichisches Bildungswesen völlig unfähige Abiturienten hervorbringt. Er sagt wirklich völlig unfähige Abiturienten, die für ein Studium auf der Universität nicht geeignet sind. Deshalb bieten ja die Universitäten alle schon wieder Kurse an, damit die überhaupt studierfähig werden, was eigentlich das Gymnasium machen sollte, alle Universitäten. Und er beschreibt, dass unsere ach so wunderbaren Gymnasienabiturienten, Österreich Maturanten, ne, hervorbringen, die alle nicht mehr richtig schreiben können. Alles voller Rechtschreib- und Grammatikfehler. Und vor allen Dingen noch schlimmer, nicht eigenständig denken können. Sie können nicht richtig schreiben und sie können nicht eigenständig denken. Das, was die Grundvoraussetzung, die Grundaufgabe eines Bildungswesens ist, wird von unseren Schulen überhaupt nicht mehr erfüllt. Das sagt er, nicht von mir. Und um es krass auszudrücken, ist das ja eigentlich, ich habe es jetzt ein bisschen überzogen, die Beschreibung von geistigen Zombies. Die werden an den Schulen herangezüchtet und mit wenigen Ausnahmen sind sie unfähig zum wirklichen Universitätsstudium. Und diese armen, das habe ich vorhin gesagt, diese armen Schüler, Studenten müssen sich später erst wieder befreien von dem, was da in ihnen herangezüchtet wurde. Leute, das ist eine Tatsache, das ist etwas, das könnt ihr, geht an die TU München, fragt den Direktor, alle Universitäten erleben einen absoluten Niedergang der deutschsprachigen Kultur und des deutschen Geistes. Und das Interessante ist, was er sagt, und das ist eine absolute Bankrotterklärung unseres gesamten Bildungswesens. Das ist eine Tatsache. Und er beschreibt, und das ist das Interessante, dass es in den letzten 17 bis 20 Jahren eben extrem zugenommen hat. Und jetzt kommen wir aus der Geisteswissenschaft, ja, wir wissen, was um 2000 geschehen ist. Der größte Angriff auf die Menschheit durch die Widersachermächte in dieser Welt. Ich will es heute nicht weiter ausführen, gibt es genug Videos von mir. Wir wissen, woher das kommt. Der Angriff auf den deutschen Geist und die deutsche Kultur hat wunderbar funktioniert. Deutschland ist eigentlich tot. Ich sage jetzt Deutschland als deutsches geistiges Land ist tot. Es muss neu geboren werden. Und dieser Artikel beschreibt es wunderbar. Was ist geschehen damals durch diesen Angriff dieser
großen Widersachermächte, drei sind es ja. Ja, der Raubtierkapitalismus, das ist ein äußeres Zeichen in der Wirtschaft und die Bankrotterklärung an den Universitäten und Schulen ist das zweite. Saturn frisst seine eigenen Kinder. Die Aufklärung frisst ihre eigenen Kinder. Durch den Materialismus haben wir, durch den Materialismus und Darwinismus, den Kapitalismus, den Raubtierkapitalismus, haben wir letztens in Mitteleuropa den deutschen Geist erst einmal getötet, um es mal extrem auszudrücken. Und das ist ganz brillant beschrieben, wirklich sehr brillant beschrieben, kann ich nur empfehlen. Und wenn jetzt deutsche Schulen, deutsche, österreichische, bitte deutsch heißt jetzt immer nicht politisch, sondern geistig. Wenn deutsche Schulen keine denk- und schreibfähigen Abiturienten hervorbringen, woher sollen unsere Politiker in der Zukunft kommen? Ich muss da nochmal überlegen, wer soll denn in der Zukunft in der Wirtschaft und Politik eine Kultur hervorbringen, Leute? Wo soll das dann herkommen? Das ist doch Tatsache hier. Das ist eine Bankrotterklärung des Geistes und damit der Politik der Zukunft. Die erleben wir ja eh schon, die Bankrotterklärung. Aber hier ist es wunderschön beschrieben, den Bankrott aller sozialen Systeme ist damit gegeben. Und wir wissen, das ist bestätigt damit, dass der Materialismus der Tod unserer Gesellschaft ist. Nicht der Materie, nicht der materiellen Struktur, die wird weitergehen. Aber wenn wir alle Maschinen sind, dann leben wir wunderbar materiell. Aber als Menschen sind wir tot. Und das ist geschehen, das ist die Tatsache heute. Also deutlicher kann der Aufruf durch diesen Artikel für eine geistig-spirituelle Revolution, weil wir brauchen keine Aufwärmung der Wein in alten Schläuchen des deutschen Idealismus. Heißt es nicht, dass wir wieder Goethe, Schiller und Hegel nur lesen und versuchen neu zu beleben. Das geht nur mit Geisteswissenschaft. Aber trotzdem müssen wir die alten Granden wieder hervorholen. Wir müssen den deutschen Idealismus wieder in die Schulen bringen, zu den Universitäten, zu den Menschen. Aber durchdrungen von der Geisteswissenschaft. Und hier sagt ein Fachmann und Praktiker, der lange Jahre jetzt dabei ist, ganz deutlich, was hier läuft. Und deutlicher kann der Ruf nach dieser Renaissance des deutschen Geistes und der zweiten Aufklärung nicht sein. Und dafür brauchen wir die Geisteswissenschaft. Und dann sagt er hier, ich soll aus Studenten Akademiker machen, die keinen korrekten Satz schreiben können. Ja, weil es dann dort auch heißt, weil die Universitäten nämlich bezahlt werden nicht nach Qualität, sondern nach Fachbegriff arimanischer Quantität. Je mehr Abschlüsse du hast, desto mehr Geld kriegst du. Also wenn du eine Qualität lieferst und Studenten durchfallen lässt, kriegst du weniger Geld. Kapiert? Deshalb ist völlig klar, was das Ergebnis dann der Schulen und Universitäten sein wird. Bankrotterklärung des Geistes. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Ich soll als Studenten Akademiker machen, die keinen korrekten Satz schreiben können. Die zentrale Aufgabe der Universitäten heute ist die Hervorbringung möglichst zahlreicher, unfähiger Akademiker. Puh, wunderbar. Ich liebe diesen Mann. Das ist der Weckruf an Mitteleuropa, an die Deutschen. Und jetzt kommen wir zu den paar Aufrufen, die ich noch loswerden möchte. Das erste jetzt an die akademische Welt, an die Professoren und Professorinnen. Liebe Akademiker, die geistige Welt liegt zu euren Füßen, die Geisteswissenschaft ist da, ergreift sie endlich zur Rettung allen Geistes auf Erden. Das ist notwendig. Aber ich wende mich an jeden einzelnen Professor, denn der Geist der Wahrheit lebt in Ihnen. Der Geist der Wahrheit lebt in der Wissenschaft und nicht der Geist des Geldes und Mammon und des Ruhms, sondern der Geist der Wahrheit. Und er ist zum Teil ganz massiv tot. Genauso wie in der katholischen Kirche. Wir haben Religionen, wir haben Dogmen in der akademischen Welt, aber kein Streben nach Wahrheit, wenn es um Spiritualität und Geist und Kultur geht. Also das ist eigentlich eine wichtige Aufgabe der ganzen akademischen Welt, diese zweite Renaissance und diese zweite Aufklärung zu bewirken. Das ist eine gewaltige Aufgabe, eine gewaltige Bildungsaufgabe, endlich ein Bildungswesen zu schaffen, wo eine holistische Wissenschaft existiert, wo Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft zusammengehen. Die beiden ergänzen sich wunderbar. Das ist jetzt die große Aufgabe von allen wunderbaren Akademikern und Akademikerinnen draußen. Ich bemühe mich schon, gendermäßig zu sprechen. Ich nehme die Titel ja immer mehr symbolisch, aber ich kann schon auch verstehen, dass man hier von Menschen und Menschinnen, nein, das geht nicht von, ja, aber Professoren und Professorinnen, das geht gut. Pädagogen und Pädagoginnen, komme ich gleich noch. Und was ist die Aufgabe der akademischen Welt? Ja, bitteschön, das war jetzt etwas kärntnerisch, bitteschön,
bitten, schickt den Materialismus dahin, wo er hergekommen ist, zum Teufel. Das ist die Aufgabe der akademischen Welt. Der Geist Goethes, der Geist Schillers, Hegels, Fichtes, Herders, Schellings Geist, der deutsche Geist, die alle warten darauf, dass sie neu ergriffen werden von uns in ihrem Wirken und durchdrungen werden mit der neuen Geisteswissenschaft. Das ist die zweite Renaissance, die deutsche Renaissance. Darf man ja gar nicht sagen in der Öffentlichkeit, ich tue es. Die deutsche Renaissance, mal, was ist das für Schönes? Die deutsche Renaissance, lasst uns das tun, lasst uns das machen, die deutsche Renaissance. Und dazu möchte ich aufrufen. Es ist eine solche Freude, das anzugehen. Aber es kommt noch das Letzte. Nach der Renaissance damals und nach der Aufklärung oder parallel dazu entstand ja eine andere Bewegung, der Humanismus. Ja, der Humanismus, auch der Humanismus, was ist denn jetzt geworden aus der Humanität in unserem Raubtierkapitalismus? Er ist tot. Humane Schulen? Nein. Staatsschulen? Nein. Humane Wirtschaft? Hin und wieder. Humane Politik? Planet Affen passt da eher. Die Humanität ist gestorben. Was wir also brauchen, ist eine zweite humanistische Bewegung. Wir brauchen einen zweiten Humanismus. Wir müssen den Humanismus wieder neu beleben. Und zwar spirituell. Weil er ist im Grunde genommen untergegangen in den letzten Jahrzehnten im Raubtierkapitalismus. Und ich will in dem Zusammenhang mit der deutschen Renaissance noch was Provozierendes sagen und zu etwas noch anderem aufrufen. Ich möchte aufrufen dazu, die deutsche Sprache wieder zu kultivieren, zu pflegen, zu hegen und sie zu entwickeln und jetzt kommt der Hammer, sie zur Weltsprache des Geistes zu machen. Die deutsche Sprache muss und soll die Weltsprache der Geisteswissenschaft werden. Denn das ist ihre Kraft, Macht und ihre Aufgabe. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe für Goethe-Institute. Die englische Sprache hat eine wunderbare Aufgabe. Sie ist die Weltsprache des Wirtschaftslebens, der Wirtschaft. Nicht das Deutsche ist da völlig ungeeignet dafür. Aber für das Geistesleben, für den Geist, ist das Englische völlig ungeeignet. Das geht nur mit deutscher Sprache. Und deshalb ist das eine ganz, ganz kräftige, schöne Herausforderung, zu sagen, lasst uns die deutsche Sprache zur Weltsprache für Geist und Geisteswissenschaft machen. Das ist gar nicht so weit weg. Vor kurzem war wieder eine Fernsehsendung, wo die Chinesen, viele, viele zig Chinesen anfangen, Deutsch zu lernen. Warum? Weil sie sagen, das ist eine solche wunderbare Sprache. Das haben wir nicht im Chinesischen. Die ist so sprachgewaltig, so sprachgestalterisch. Das gibt's alles bei uns nicht. Wir möchten Deutsch lernen. Es gibt Menschen, die lernen Deutsch nur, um Hegel-Original lesen zu können, um Goethe lesen zu können, um Schiller lesen zu können, um Rudolf Steiner lesen zu können. Das heißt, die Menschen schätzen ja längst die deutsche Sprache, nur die Deutschen nicht. Über dieses Trauma werde ich bei Gelegenheit einmal reden. Also das ist dieser nächste Appell, dieser nächste Aufruf. Lasst uns in der zweiten deutschen Renaissance die deutsche Sprache zur Weltsprache zu machen. Denn Deutschland ist ein geistiges Land, kein politisches. Und das Deutsche dient immer, das haben wir gehört, dem Ganzen in der Welt. Rudolf Steiner hat gesagt, Deutsch heißt für die ganze Welt. Das ist nicht chauvinistisches, überhaupt nicht. Das wird immer so unterstellt, aber das ist überhaupt nicht. Und da sind wir auf die Idee, und das war vor allen Dingen Armin, der diese geniale Idee gebracht hat mit dem Film Der Club der toten Dichter, dieser wunderbare Film, dieser Hommage an die Poesie, an die Sprachgewalt der Dichtung der Poesie, der Club der toten Dichter. Was wir jetzt brauchen in der deutschen Renaissance, ist den Club der lebendigen Dichter. Wir brauchen einen Aufbruch in der Dichtkunst, in der Kultur, in der Kunst überall. Das ist das Erste, wozu ich aufrufen möchte. Aufruf an die ganze Kunst- und Kulturwelt, schafft den Club der lebendigen Dichter. Und der Aufruf an die akademische Welt ist, schafft bitte den Club der lebendigen Wissenschaftler, weil der Club der toten Wissenschaftler, mit dem geht es zu Ende. Wir müssen den verwandeln. Und der Club der toten Wissenschaftler, der eben nur die Materie kennt, muss ein Ende finden. Also das ist das, gründet den Club der lebendigen Wissenschaftler. Und für die Politik, ja, was brauchen wir denn da? In der Politik brauchen wir den Wertewandel, aus dem sich das alles ergibt. Der Aufruf an die Politiker ist, löst euch bitte von den Fesseln des dogmatischen Materialismus aus Wissenschaft und Religion und sucht Lösungen auf der Basis der Geisteswissenschaft. Soziale Dreigliederung,
Dreigliederung des sozialen Organismus. Die Würde des Menschen als ein geistiges Wesen muss der Leitsatz aller Politik in der Zukunft werden. Und dann haben wir eine wunderschöne Leitkultur. Auf dem Satz kann ich eine Leitkultur aufbauen, eine deutsche Leitkultur. Der Mensch ist ein göttlich-geistiges Wesen und das ist seine Würde und diese Würde ist unantastbar. Weil seine Würde ist ein Ich-Wesen und das Ich heißt Jesus Christus. Die Würde des Menschen ist ein werdender Gott. Und wie gehe ich mit einem werdenden Gott um? Das ist die Würde in der Politik in der Zukunft. Und wie sollen wir Politik machen können, wenn die Abiturienten, die kommen, nicht lesen? Lesen vielleicht, nicht schreiben. Also das Handy können sie bedienen. Hashtags und Twitter, und das können sie alle bedienen. Aber sie können nicht mehr denken, das ist bewiesen. Und sie können nicht richtig schreiben. Und deshalb brauchen wir einen Club der lebendigen Politiker. Der Aufruf an die Politiker ist, bitte gründet parteiübergreifend den Club der lebendigen Politiker, damit endlich die Macht des Geldes und des Mammons und der Materie und des Egoismus und des Parteienegoismus beendet werden. Das muss ein Ende haben. Sind wir aber noch nicht fertig. Jetzt kommen wir zur Presse, jetzt kommen wir zu den Medien. Ist klar, was wir da brauchen. Wo gibt es heute noch wirklich den Journalisten, der frei schreiben kann? Ja, vielleicht nur noch im Internet, aber jeder Journalist ist doch heute unfrei. Das weiß jeder. Er ist abhängig von Dogmen, von Geld, von Kapital, von Werbung und so weiter. Wir haben keinen freien Journalismus. Und das ist schade für die Journalisten. Und ich habe schon gesagt, der Journalismus ist teilweise moderne Inquisition. Und der Begriff der Lügenpresse ist manchmal wirklich berechtigt. Und da möge sich jeder Journalist bitte selber anschauen. Und jeder Journalist, und das ist der Appell hier an den einzelnen Journalisten, frag dich, wer du bist, streb nach Freiheit und löst dich aus diesem Marionettenspiel, das gilt auch für die Politiker. Jeder Politiker weiß eigentlich, dass Politik ein Marionettentheater ist. Und jeder Journalist weiß, dass es ein Marionettentheater ist und dass es kaum noch freie Presse gibt. Deshalb der Aufruf an die Journalisten, gründet den Club der lebendigen Journalisten. Die Zeit der toten Journalisten, des Clubs der toten Journalisten, die Abhängigkeit vom Geld sollte jetzt irgendwann in den nächsten 10, 20, 100 Jahren vielleicht zu Ende gehen. Vielleicht sollten wir nicht so lange warten. Und dann kommt noch der Aufruf an die Pädagogen und Pädagoginnen. Die tun mir so leid, weil das ist wie beim preußischen Militär, wo es eine Befehlskette gibt, oben vom Kultusminister oder Bildungsminister bis runter zum Lehrer oder zur Lehrerin. Niemand kann da frei wirken und die Lehrer werden zu Quälgeistern für die Kinder, nicht umgekehrt. Das ist eine Katastrophe. Und wir brauchen ein freies Bildungswesen. Und das ist der Aufruf an jeden einzelnen mutigen Pädagogen und Pädagogin, gründet bitte den Club der lebendigen Pädagogen und beendet die Staatsschuldiktatur, weil sonst werden wir untergehen mit unserer Kultur. Das ist alles nachgewiesen. Ihr braucht nur lesen, was Professor Weber schreibt. Wir kommen zum Schluss. Der Club der lebendigen Priester. Der Appell an die Priester, an die Pfarrer, an den Papst, an die Imame, an die Rabbis, an jeden Einzelnen. Löst euch vom Diktat des blinden Glaubens. Löst euch vom Diktat eines materialistischen Denkens. Löst euch vom Diktat der Unfreiheit und der Macht. Wir brauchen einen Club der lebendigen Priester, um etwas völlig Neues zu schaffen und die Menschen in die Freiheit zu führen. Das, liebe Freunde, ist oder war mein Aufruf hier ein sehr gewagter, aber ernst gemeinter. Das war mir so wichtig. Es ist eine Aschermittwochsveranstaltung offensichtlich geworden, weil wir stehen wirklich in ernsten Zeiten. Aber die geistige Welt ist ja nicht dumm und nicht doof, sondern hat ja vorgesorgt und hat vor 100 Jahren die zweite Revolution in Gang gesetzt. Sie läuft ja schon. Wir haben die geistig-spirituelle Revolution. Wir können die Welt wieder verzaubern, indem wir die geistigen Wesen wieder einbeziehen. Wir haben eine zweite Aufklärung und wir können die ganze Kultur und Menschheit zum Positiven führen. Eine zweite Renaissance des deutschen Geistes, eine Renaissance des Humanismus. Wenn wir das nicht tun, werden wir als Menschheit einfach zu Robotern degenerieren. Das ist unsere Wahl. Das passiert eh schon im Moment. Und vielleicht noch zu diesem deutschen Geist, so das Bild, wie viele junge Menschen heute setzen sich ein für ausgestorbene Tierarten
und fangen sie wieder an, sie auszuwildern. Ja, wie wäre es denn, wenn man den deutschen Geist wieder, der ja irgendwo ganz fast verschwunden ist, wieder auswildern oder einwildern und einbürgern in Deutschland? Machen wir doch Artenschutz bitte für den deutschen Geist. Zum Wohle der ganzen Welt. Das ist das, was vielleicht hier zu dem deutschen Geist noch zu sagen ist. Es gab eine Zeit im deutschen Idealismus, da blühte der deutsche Geist. Ich habe darüber gesprochen. Dann kam die dunkle Zeit jetzt, bis Ende des 19. Jahrhunderts, wo dieser Geist gestorben wurde, auch durch angloamerikanischen Materialismus und Darwinismus. Und jetzt sind wir wieder bei Hegel. Auch da hat mich Armin wunderbar darauf aufmerksam gemacht. Klar, These, Antithese, jetzt muss die Synthese kommen, Leute. Jetzt muss die Synthese, Wiederbelebung des deutschen Geistes, die Renaissance des deutschen Geistes kommen. Dann werden wir die Welt wieder verzaubern und endlich diese Entzauberung der Welt aufheben. Deshalb diese Einladung, macht mit, lasst uns das zusammentun. Aber es ist ein Aufruf an jeden Einzelnen, weil die Arbeit muss letztens von jedem Einzelnen von uns und von euch gemacht werden. Es ist ein Aufruf, den ich hier mache, wer auch immer den hören mag, für alle Menschen auf diesem Planeten, ob jung oder alt, von Mensch zu Mensch, von Ich zu Ich. Und in unserer Geisteswissenschaft, wenn wir sagen, ein Aufruf von Ich zu Ich, dann ist das ein Aufruf ernst gemeint und ich hoffe, dass das so gelungen ist. Ein Aufruf von dem Christus in mir zu dem Christus in dir. Das ist die Botschaft, die ich heute hier noch anhängen wollte. Egal, welcher Religion du angehörst, das ist eine Botschaft von Ich zu Ich, von freiem Geist zu freiem Geist. Und jetzt sage ich zum Schluss herzlichen Dank an jeden, der diese Botschaft hören mag, der hier lange ausgehalten hat und diese Botschaften, diese Erkenntnisse in seinem Geist, Kopf und Herz prüft, mit Herz und Nieren prüft, steht im Alten Testament. Und der vielleicht das, was ich heute hier in dieser Zusammenfassung geben wollte, was mir so am Herzen lag, auch als wahr erkennt und empfindet und dann Teil dieser Revolution wird, die eine sanfte Revolution ist, die zwar heftige Auswirkungen hat, aber eine sanfte Revolution ist es, eine geistige Revolution, die nur Freude macht. In diesem Sinne, in tiefer und geistiger Verbundenheit, euer Axel Burkhardt, ein individueller Mensch, so wie du auch und ihr alle. Danke euch.